Ja, ist lange her. Ich habe versprochen, dass ich dieses Video machen werde. Und das habe ich von einer ganzen Weile versprochen. Und jetzt ist es soweit. Die meisten haben nicht mehr daran geglaubt, aber es ist tatsächlich passiert. Worum geht's hier? Wovon spreche ich hier? Ja, Peter Frahm hat mal ein Video gemacht. Das ging 15 Minuten. Und daraufhin habe ich ein Video gemacht. Das ging irgendwie eine Stunde. Daraufhin hat Peter Frahm drei Videos gemacht, die insgesamt 3 Stunden gingen. Und ich habe versprochen, darauf nochmal irgendwann zu antworten. Auch wenn ich ganz ehrlich bin, ich finde es ein bisschen unnötig, da Peter Frahm nicht wirklich in meinen Augen irgendetwas Gehaltvolles gesagt hat in diesen ganzen 3 Stunden. Ihr werdet das heute auch ein bisschen sehen. Ich hoffe trotzdem, dass ihr was dabei lernt. Erstens, dass wir ein paar Sachen durchgehen können. Viele von euch, die sich schon bereits mit Logik und Religionsphilosophie und solchen Themen ankommen, für die ist vielleicht ein bisschen Unterhaltung. Da werdet ihr jetzt nicht sonderlich viel lernen. Für all die anderen hoffe ich, dass ihr vielleicht wirklich eine Kleinigkeit an der einen oder anderen Stelle lernt. Das würde mich natürlich freuen. Und ich versuche es kürzer zu halten, damit es nicht ganz so lang wird wie die Videos, die wir bisher gemacht haben. Also da werde ich versuchen. Es wird natürlich nicht ganz kurz werden, aber das ist nicht möglich bei so einem Thema. Und ich werde natürlich nur einzelne Schnipsel raussuchen, wo ich denke, da ist es jetzt wert, mal ein bisschen drüber zu reden. Das meiste, ehrlich, ganz ehrlich, ist wirklich nur Geschwafel. Ihr könnt euch die 3 Stunden von ihm anhören. Könnt ihr machen. Ich packe es auch in die Videobeschreibung. Aber wie gesagt, da ist nicht viel drin und ich werde auch ein paar Stellen mal zeigen, wie lange er zu bestimmten Themen einfach rumschwafelt, die überhaupt nichts mit dem zu tun haben, was ich sage oder mache oder wie auch immer. Gut, viel Spaß. Detaillierte Einzeldinger, sondern generell das Thema. Zum Beispiel dieses Beweislastumkehr-Ding, das kommt auch noch im Laufe des Videos, dass die Theisten dauernd versuchen, die Beweislast umzukehren. Ja, beweisen mir doch, dass es keinen Gott gibt. Ja, so läuft das ja aber nicht. Das nennt sich halt Shifting the Burden of Proof, also Umkehr der Beweislast. Aber so laufen ja die Gesetze der Logik und der Argumentation nicht. Ja, wenn ich jetzt irgendwas ganz Wildes behaupte, wie Loch Ness-Monster, Götter, Kobolde, Feen, außerirdische Entführungen und so weiter. Bigfoot habe ich noch vergessen und die Zahnfee. Ja, dann ist das ja eine sehr wilde Behauptung. Ich habe jetzt nicht behauptet, ja, ich bin gestern auf der Autobahn mal 220 gefahren, was jetzt alltäglich ist, sondern ich habe ja was ziemlich Wildes behauptet, was jetzt die ganze Menschheit beeinflussen würde. Gut, bei der Zahnfee vielleicht nicht so, aber beim Yeti dann schon. Und natürlich muss ich dann auch Beweise dafür liefern für so eine wilde Behauptung. Und wenn dann halt Leute Videos über meine Yeti-Behauptungen machen und da einfach nur rhetorisch natürlich zurückfragen, hast du Beweise dafür? Dann kann ich ja nicht sagen, ja, derjenige hat gar keine Argumente gegen Bigfoot gehabt. Er hat keine Argumente. Ja, das war reine Rhetorik, wie er mein Loch Ness-Monster abgelehnt hat, für das ich null Beweise liefern kann. Ja, du brauchst als Atheist, als A-Loch Ness-Monsterist, als A-Bigfootist kein einziges Argument. Es gibt keine Anti-Bigfoot-Argumente, außer einen Satz, und zwar hast du Beweise. Und dann wäre das Ding, wenn beide Parteien logisch wären, nach 12 Sekunden erledigt. Aber ihr wisst. Ja, also das alte Thema Beweislast. Ich hoffe, dass wir es jetzt endgültig mal geklärt kriegen. Ja, es gibt Beweislastumkehr. Und sie funktioniert ungefähr so, wie er sie beschreibt, aber das ist eben nicht das, was ich tue, sondern das, was er tut. Das ganze Video gefühlt auch über. Denn Beweislastumkehr ist, wenn du die Beweislast, die du erbringen musst, deine Bringschuld, wenn du die nimmst und jetzt dem anderen aufbürdest und sagst, du musst das beweisen, was ich beweisen muss oder belegen muss. Man könnte auch Belegschuld oder Bringschuld sagen, was auch immer. Das ist bei all den Fragen das Gleiche. Ich muss belegen, dafür, dass es Gott gibt, ich muss Belege dafür anführen und der andere muss Belege dafür anführen, dass es Gott nicht gibt. Und der andere kann nicht sagen, Belege, wenn du keine Belege dafür hast, dass es Gott nicht gibt, dann gibt es ihn. Oder auch umgekehrt kann man nicht sagen, wenn du Belege dafür hast, wenn du keine Belege dafür hast, dass es ihn gibt, dann gibt es ihn nicht. In beide Richtungen funktioniert das nicht. Und ich führe in diesem Video, gebe ich Argumente für die Existenz Gottes ganz am Ende. Darauf baue ich auch die ganze Zeit auf, sage ich, gebe ich sogar ein spezifisches Argument noch. Ich gebe auch vorher noch andere Gründe, weshalb Leute an Gott glauben, zwischendurch, die ich mit einstreue. Das heißt, ich werde an keiner Stelle irgendwie meine Beweislast an jemand anderen abgeben. Natürlich habe ich eine Bringschuld, aber man kann nicht sagen, dass ist das, was dann diese Lektisten immer wieder tun. Ja, das ist, so nennen wir das, wenn Leute nur noch über diesen Mangel an Glauben sprechen. Ja, also die sagen, ich habe gar keine Position, die ich vertrete, sondern ich habe nur einen Mangel an Glauben. Oder wie Peter Frahm das formuliert ist, er sagt, ich lehne Gottesbehauptungen ab. Und da redet er dann nur über seinen eigenen psychischen Zustand. Ja, das ist nur seine eigene Psyche, über die er spricht. Und natürlich braucht er dafür keinen Beleg. Genauso könnte ich auch sagen, ja, ich habe einfach ein Vorhandensein an Glauben. Das muss ich auch nicht belegen, dafür muss ich auch kein Argument bringen. Das ist einfach da. So what? Also wenn ich über meine eigene Psyche rede, natürlich brauche ich dafür keine Argumente, dass meine Psyche so ist, wie sie ist. Aber wenn ich eine Aussage über die Realität mache und unter anderem diese Aussage beinhaltet, dass es keinen Gott gibt, dann muss ich natürlich auch Belege dafür anführen.
Die Aussage, ob es Gott gibt, ist wild vielleicht in dem Sinne, dass sie konsequenzenreich ist. Sie ist jetzt aber nicht völlig verrückt in dem Sinne, dass es ganz intuitiv ist, dass es Menschen in allen Kulturen zu allen Zeiten daran geglaubt haben. Also es ist keine völlig verrückte Aussage. Es ist ja das, wo sich Philosophen seit Jahrtausenden drüber streiten, wo sie sich auch bis heute in der Religionsphilosophie drüber streiten und dann einfach zu sagen, ja, ich tue das einfach ab, ist einfach eine völlig irrelevante Frage. Ja, kann man machen, aber dann sollte man auch nicht drüber reden. Ne? Also wenn du sagst, ich habe dazu keine Position, dann red halt nicht drüber, aber du hast eine Position und du hast auch die Ansicht, dass es zu 99% keinen Gott gibt. Das hast du auch in einem deiner Videos gesagt. Also von daher musst du auch belegen, dass es zu 99% keinen Gott gibt und kannst nicht einfach, einfach diese Dinge behaupten. Das ist nämlich das, wo in meinen Augen Peter Frahm hier die Beweislast umkehrt, wo er dann anderen Leuten sagt, hey, ich brauche keine Argumente. Er sagt das wortwörtlich, er braucht keine Argumente. Ja, wie kann ein Mensch sich als rational sehen, als logisch sehen, der sagt von sich selber, er braucht keine Argumente? Ja, aber es gibt Leute, die werden das dann verteidigen und dann verteidigt das ruhig, dass ihr keine Argumente braucht. Ihr seid halt irrational. Tut mir leid, es ist, wie es ist. Ein rationaler Mensch verwendet Argumente, braucht Argumente, verteidigt seine Position mit Argumenten. Und dann immer wieder diese eine Aussage, die ständig kommt, ja, wenn du, du hast ja auch keine Argumente dafür, dass es Bigfoot nicht gibt. Natürlich habe ich Argumente dafür, dass es Bigfoot nicht gibt. Und es ist auch nicht super schwer, dafür zu argumentieren, dass Bigfoot nicht existiert. Es ist auch nicht schwer, dafür zu argumentieren, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt oder die Zahnfee nicht gibt. Und wenn dir das zu schwer ist, wenn das für dich eine zu große Herausforderung ist, dafür Argumente vorzubringen, ja, tut mir leid, dann spielst du halt vielleicht in einer anderen Liga. Ne? Ist nicht arrogant gemeint, ich glaube, die meisten Leute spielen in einer höheren Liga. Die meisten Leuten wird es nicht schwer fallen, vernünftige Argumente vorzubringen, warum es keinen Bigfoot gibt, warum es keine Zahnfee gibt und so weiter und so fort. Nur noch einmal ganz deutlich, jeder hat eine Beweislast. Ja, jeder hat seine Beweislast und wenn ich die jemand anderem gebe, dann mache ich eine Beweislastumkehr. Aber der Theist hat die Beweislast, er muss belegen, warum es sinnvoll ist, an Gott zu glauben. Der Atheist muss belegen, warum es sinnvoll ist, nicht an Gott zu glauben. Und der Agnostiker muss entweder belegen, warum die Argumente von beiden Seiten ungefähr gleich stark ist und man sich in der Mitte aufhalten sollte. Oder, das ist eine andere Form von Agnostizismus, er sollte sagen, es ist unmöglich, da Wahrscheinlichkeiten zu geben. Es ist prinzipiell nicht möglich, darüber Aussagen zu treffen. Das ist so ein bisschen auch die Richtung, wie Hume damals gegangen ist. Und alle diese Leute müssen für ihre Position Belege anführen und Argumente und keiner ist davon ausgenommen, sei denn du willst irrational sein oder du willst einfach nicht mitreden. Du kannst natürlich ignorant sein und sagen, und mich interessiert das Thema einfach nicht, aber dann red halt nicht mit. So einfach ist das. Ungläubig sein nach diesem Video natürlich nicht. Und das ist ja auch eine geile Aussage. Werde ich ungläubig sein nach diesem Video natürlich nicht. Ja, warum nicht? Ja, also diesen Punkt, da weiß ich ehrlich gesagt nicht, warum er das überhaupt bringt. Also wie kommt er überhaupt auf diese Idee, das überhaupt nennenswert zu machen? Also ich sage da natürlich nicht, also werde ich ungläubig sein nach diesem Video? Natürlich nicht, weil sein Video hieß ja so, irgendwie Atheist in 10 Minuten. Und hier ab 10:10 ungefähr bis 16:40 ungefähr redet er über dieses natürlich nicht, das ich da gesagt habe. Und ich verstehe nicht, warum. Es ist völlig klar, dass ich bereits dieses Video gesehen habe. Ich sage schon in den ersten Minuten Dinge, die später kommen werden in diesem Video. Später in meinem Video sage ich natürlich auch noch, dass ich es gesehen habe, nochmal explizit sogar. Und er behauptet, er hätte mein Video auch schon mal irgendwann gesehen. Man merkt ja, dass ich mich vorbereitet habe. Man merkt, ich kenne dieses Video. Es ist nicht, dass ich es gerade live zum allerersten Mal gucke. Und er wirft mir zwischendurch vor, dass ich sage, er ist ein leerer Rhetoriker. Aber hier kommt den klaren Beleg dafür. Es ist leere Rhetorik. Er konnte selber, er hat sich nicht mit meinen Aussagen beschäftigt. Er hätte selber auf meine Aussagen eingehen können, stattdessen hängt er sich an natürlich nicht auf. Für 10% des ersten Videos hängt er sich an natürlich nicht auf, was eine völlig sinnlose Aussage ist. Wenn offensichtlich kenne ich das Video und offensichtlich lasse ich mich nicht von einem Video überzeugen, das ich schon x-mal gesehen habe. Also ich hatte es zu dem Teil wirklich schon bestimmt 10-mal oder so gesehen. Ne? Aber er geht jetzt natürlich davon aus oder tut, so als hätte ich es noch nicht gesehen und macht daraus so eine riesen Sache, die komplett unnötig ist und wirklich nichts weiter als Rhetorik ist, Peter Frahm. Ja, und wenn man ihm das dann vorwirft, dann sagt er, ja, aber ich brauche ja auch keine Argumente. Naja, Peter. Das Interessante hier ist, das, was er als allererstes macht, er sagt, okay, du fragst mich, ob ich an Gott glaube, welchen Gott meinst du denn? Es gibt so, so viele Götter, welchen genau meinst du davon? Und das ist ein Trugschluss, weil es ist kein Trugschluss, sondern es ist einfach eine rhetorische Rückfrage oder Gegenfrage, die natürlich ein bisschen ironisch darauf anspielt, dass der Mensch sich schon immer rhetorisch. Rhetorische Rückfrage. Immer irgendwelche erfundenen Gottheiten aus dem Hintern gezogen hat. Und vor allem zielt es auch darauf ab, dass die meisten Leute ja gar nicht auf den Trichter kommen, dass vielleicht ihr Gott einfach ein totaler Quatsch ist. Es könnte ja auch
eine andere Gottheit existieren. Ja, denn du denkst ja als Moslem nicht, ja, boah, ob ich hier überhaupt recht habe hier mit dem Islam. Ja gut, es könnten ja auch theoretisch alle anderen Religionen recht haben. Ja, vielleicht gibt es ja schon Gott, aber das, was ich hier glaube, ist totaler Mumpitz. Ja, und der Christ, meistens genauso indoktriniert von der Erziehung und der Matrix, denkt ja in der Regel das Gleiche mit seiner Religion. Denkt ja jetzt nicht nach, boah, gibt so viele verschiedene. Das ist der größte Unsinn überhaupt. Antwortet Mama drauf. So ziemlich jeder Christ, jeder Muslim, den ich kenne, hat sich schon mal diese Frage gestellt. Wahrscheinlich sogar mehr als einmal, wahrscheinlich sogar mehr als 100 Mal. Also diese Idee, dass sich das noch nie einer gefragt hätte, ist ja Schwachsinn. Also, um es mal kurz und knapp zu sagen, natürlich haben wir schon über die Sachen nachgedacht. Manche haben intensiver darüber nachgedacht, manche haben sich intensiver damit beschäftigt, andere weniger. Ja, also das ist Quatsch. Aber das ist nicht das, was er macht. Also da kommen wir gleich auch nochmal drauf. Also diese Nachfrage ist ja okay, mal zu reflektieren. Jeder kann mal reflektieren, aber das ist eben nicht das, worum es im Kern hier eigentlich geht. Verschiedene Götter und Religionen. Wieso sollte ich denn jetzt ausgerechnet mit meiner Richtung recht haben? Und deshalb gibt es ja auch Leute, die sagen, ich bin jetzt hier weder Christ noch sonst irgendwas, sondern ich glaube einfach nur dran, dass es irgendeine höhere Macht gibt, dass es irgendwie eine Form von Gott gibt. Aber ich fange ja jetzt nicht an mit Islam und Christentum und den ganzen Quatschbüchern da drumherum und den ganzen Quatschbehauptungen. Aber ich glaube schon, dass es irgendwie da was Höheres gibt. Habe ich letztens von meiner Mutter auch gehört, beziehungsweise letztes Jahr an Weihnachten war das. Ja, ich glaube, an irgendwas Höheres muss es doch eventuell da geben. Ja, das ist mir dann auch persönlich ein Rätsel, ist mir auch zu irrational. Ja, sorry Mama, Testament und Radiergummi. Ja, das ist auch das Problem, weshalb ich hier nicht ein super langes Video draus machen kann, weil ihr merkt ja schon, wie lange er wieder schwafelt. Er hat wieder nichts von Inhalt gesagt, er erzählt Geschichten. Ich habe mit dem gesprochen, mit dem, mit dem, und da. Nette Geschichten, Peter, aber nicht viel Inhalte drin. Nach der Aussage bestimmt schon im Anschlag. Aber mit sowas habe ich natürlich so gut wie überhaupt keine Probleme, weil derjenige ja nicht religiös verblendet ist und den teilweise gemeingefährlichen Quatsch aus Bibel oder noch schlimmer Koran glaubt, sondern weil er einfach sein Leben lebt. Und sagt, ja, irgendwas Höheres, glaube ich schon, dass es existiert. Hat er überhaupt keine Bewandtnis. Sondern wenn ich Religion und Gottesglaube kritisiere, dann natürlich nur den verblendeten, problematischen Teil davon. So ähnlich wie ich ja bei meiner Feminismuskritik jetzt auch nicht die sinnvollen Feminismusansätze kritisiere und sage, finde ich doof, weil finde ich ja nicht doof, Wave-Feminism. Und so mache ich es bei Religionen. Das war nicht die Frage, sondern glaubst du allgemein, dass es einen Gott gibt? Und wenn das die Frage gewesen wäre vom Zuschauer, wenn der gefragt hätte, glauben Sie denn an irgendeinen Gott oder an irgendeine Gottheit, dann hätte ich ja die rhetorische Rückfrage oder Gegenfrage gar nicht gestellt. Dann hätte ich sehr wahrscheinlich einfach nur gesagt, nee, ich glaube an keine der behaupteten Gottheiten. Aber diese Gegenfrage von mir zielt natürlich auch auf die theistische Arroganz, fast immer nur davon auszugehen. Ja, das kann überhaupt nicht sein, da derjenige, der ihm diese Frage gestellt hat, vorher anerkannt hat, dass er nicht an einen Himmel glaubt. Also er hat gesagt, du glaubst nicht an einen Himmel, glauben Sie denn dann wenigstens, dass es Gott gibt? Und im Christentum glaubt man ja offensichtlich, dass es einen Himmel gibt, und dementsprechend hat er nicht danach gefragt, ob du an den christlichen Gott glaubst, Peter. Also du musst den Leuten mal zuhören. Nimm dir mal die Zeit und hör den Leuten wirklich zu. Du redest viel über Psychologie, ein Psychologe hört zu. Er versucht zu verstehen, was die anderen Leute sagen. Naja, egal. Also das kann offensichtlich nicht die Ansicht gewesen sein, oder die Frage kann so nicht gemeint gewesen sein von demjenigen, der sie gestellt hat. Zumindest ist es sehr unwahrscheinlich. Dass die eigene Religion recht habe. Obwohl der Mensch sich, wie gesagt, schon immer diesen Käse aus dem Hintern gezogen hat. Und ich persönlich hoffe ja auch immer auf einen spontanen Evolutionssprung bei Affen. Ja, wird so nicht passieren, funktioniert so nicht. Aber das wäre richtig geil, wenn jetzt auf einmal da killen würden und wir dann da live die Entstehung der Matrix. Hä, wir verstehen überhaupt nicht, wo hinten das Ding ist. Denn Moral würde der Quatsch dann bei uns auch auf das religiöse Atheist kommen in dem Fall. Und dem würde dann ordentlich nicht passieren. Und dann mit einem Christen, ja egal. Also wenn du einen Muslim fragst, ob er an Gott glaubt, dann sagt er ja. Dann sagt er nicht, nein, ich glaube an Allah. Und dann mit einem Christen sagst, ob du an Gott glaubst, dann sagt er nicht, nee, ich glaube an Jahwe oder so. Sondern er sagt einfach, ja, ich glaube an Gott. So, und wir alle glauben dann irgendwie an Gott, aber wir alle haben ein unterschiedliches Bild von Gott. Das ist der Unterschied. Das ist so der Spruch immer, als wenn alle Götter gleich wären. Ja, beim muslimischen und beim christlichen Gott ist das. Ich habe gerade eben gesagt, dass sie nicht gleich sind. Peter, hörst du mir eigentlich zu? Ich habe gerade gesagt, dass sie nicht gleich sind. So, dass es der gleiche ist, nur unterschiedliche Versionen davon. Aber wenn du jetzt 20 Leute aus komplett konträren Religionen fragst, die sich gegenseitig widersprechen, es kann nicht beides existieren. Es kann nicht der eine meint seinen Gott und der andere meint seinen Gott. Und die meinen dann aber beide den gleichen, so wie das bei Islam und Christentum ist. So läuft das ja bei den meisten Religionen nicht. Entweder stimmt halt die eine oder die andere oder wahrscheinlich stimmt gar nichts von beiden.
Und deshalb kannst du halt auch schlecht, wenn einer fragt, glaubst du an Gott, einfach sagen ja oder nee, sondern musst erstmal nachfragen, okay, was heißt. Wahrscheinlich stimmt gar nichts von beiden. Das ist schon wieder eine positive Aussage. Das ist eine Aussage, das ist eine Position, die du triffst, und dann musst du überlegen. Erstens, ne? Und zweitens ist das nicht der Punkt. Also auch im christlichen Glauben haben die Leute unterschiedliche Vorstellungen davon, wie Gott ist. Also selbst innerhalb der Protestanten haben sie unterschiedliche Vorstellungen davon. Selbst unter den Baptisten, unter den Protestanten haben sie unterschiedliche Vorstellungen davon. Also die Idee, dass man jetzt irgendwie exakt dasselbe Gottesbild behaupten, man muss jetzt jedes andere irgendwie erstmal widerlegt haben, das ist doch totaler Schwachsinn. Wir haben auch unterschiedliche Ideen davon, wie Staaten funktionieren, wie Demokratie auszusehen hat. Bei allen anderen Themen ist das doch auch so. Wir haben immer zu allen tausend Perspektiven. Wie eine gute Freundschaft ist, zu allem haben wir unterschiedliche Meinungen. Aber trotzdem sind in der Lage, das ist nicht so kompliziert zu verstehen, dass sowohl Christen als auch Muslime, als auch große Teile der Hinduisten, als die Baha'i, als die Juden und so weiter, von alle der Ansicht sind, dass es einen Gott gibt. Und die sind alle der Ansicht, dass es einen Gott gibt. Und nicht, dass es möglicherweise noch einen zweiten gibt und man muss jetzt den anderen widerlegen oder was auch immer. Sondern es gibt einen Gott, und die Juden glauben, wir Christen haben ein falsches Bild von Gott. Weil wir denken, Gott wäre ein dreieiniger Gott, und die sagen, das ist Schwachsinn. Ja, und da ist dann die Differenz, aber trotzdem sind wir uns einig, es gibt einen Gott, das ist doch der Punkt. Ist nicht so schwer zu verstehen. Heißt das für dich und so weiter? Welchen Gott meinst du denn jetzt? Und ab und zu sage ich in solchen Diskussionen auch, ja sicher glaube ich an Gott, und nenne dann halt, um denjenigen auf die Palme zu bringen, die andere Gottheit bzw. die andere Religion. Das heißt, wenn derjenige jetzt zum Beispiel einen arabischen Namen hat, und die Diskussionen laufen ja meistens online ab, ich diskutiere ja nicht in meinem privaten Umfeld dauernd über Religion. Das heißt, oft siehst du ja den Namen, und wenn der dann... Super lustiges Standbild von mir übrigens. Weil ich habe bei Standbildern sehe ich immer scheiße aus. Ich weiß auch nicht wieso. Ich bin ja der Videogene, nicht so der Fotogene. Arabisch klingt, dann gehe ich demjenigen halt manchmal mit seinen eigenen Argumenten in Anführungszeichen auf den Senkel und sage, ja klar, das Christentum hat recht. Ja, sicher glaube ich an Gott, aber natürlich nur an den einen wahren, an den richtigen Gott, weil alle anderen kommen ja in die Hölle, die an die falschen Religionen glauben. Und schwafel dann natürlich genau den gleichen Blödsinn wie er, um ihn auf die Palme zu bringen. Und habe natürlich auch genauso wenig Beweise und behaupte einfach nur, nein, 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 du kommst in die Hölle, sag dich bitte vom Islam los. Und bei Christen, die so verbohrt sind, mache ich das oft mit dem Islam. Und was natürlich immer geht, ist das fliegende Spaghetti-Monster. Lest euch da mal den Wikipedia-Artikel zu durch. Da habe ich mich damals kaputt gelacht, weil sie genau die ganzen blödsinnigen Inhalte von Religion Quatsch halt. So, jetzt fängt er wieder an zu labern, er redet einfach wieder, was er alles macht, was er alles erlebt, er geht nicht auf einen Punkt ein. Ja, also... Richtig schön, die Idee hätte ich rationalen... Und der eine glaubt, das verwechseln Atheisten noch, die denken irgendwie, wir hätten so konkurrierende Götter, und der eine glaubt, dass der Gott existiert, der andere glaubt, dass der Gott existiert. Nein, nein, es gibt nur einen Gott, per Definition. Gott ist allmächtig, allwissend, es kann nur einen Allmächtigen geben. Gäbe es zwei Allmächtige, dann wer hätte dann die Macht über den anderen? Wenn einer über den anderen die Macht hat, dann ist der eine ja schon nicht mehr allmächtig. Und da war jetzt schon wieder so viel Blödsinn drin, es gibt keine konkurrierenden Götter. Ja, natürlich, es gibt konkurrierende Religionen, die sich gegenseitig ausschließen. Es gibt konkurrierende Religionen, ist nicht das gleiche wie es gibt konkurrierende Götter. Weil du hast denjenigen ja nicht gefragt, an welche Religion er glaubt, sondern an welchen Gott er glaubt. Also du switchst dir plötzlich den Themen hin und her. Natürlich sind die Religionen, die widersprechen sich. Und es können nicht alle gleichzeitig richtig sein. Absolut korrekt. Richtig erkannt, Peterfahren. Aber trotzdem sind viele der Religionen sich einig, dass es Gott gibt. Und auch sogar über die Religionen hinaus sind sich viele Menschen einig, dass es Gott gibt. Also, es ist nicht so schwer. Also ich weiß nicht, warum er da so ein Riesending draus gemacht hat hier. Ich will auch nicht eigentlich zu viel Zeit. Ich will eigentlich noch auf einen bestimmten Punkt hinaus. Ich hoffe, dass es jetzt nicht ewig dauert. Entweder stimmt das eine oder das andere. Parallel sind alle Religionen ja die meisten. Ja, die erste Ursache und bla bla Konzept von allmächtig, da merkt man richtig, dass es Quatsch ist. Und zwar kennt ihr ja wahrscheinlich den Klassiker kann und wenn das nicht kann, ist das gleiche. Ihm in den Kommentaren allmächtig, die man ganz ihm die Macht oder er ist zu allmächtig. Und vor allem, wenn er doch macht er lieber überwesend ist, sozusagen. Schwarz ist allmächtig, wenn er mich fragt. Das ist ja gerade das Geile daran. Nein, nein, es gibt nur einen Gott, per Definition. Gott ist allmächtig, allwissend, es kann nur einen Allmächtigen geben. Gäbe es zwei Allmächtige, dann wer hätte dann die Macht über den anderen? Wenn einer über den anderen die Macht hat, dann ist der eine ja schon nicht mehr allmächtig. Ja, da rafft das zum Beispiel, dass das Konzept allmächtig Unsinn wäre bei zwei Leuten, aber bei einer Person ist es natürlich total logisch. Außer man denkt 20 Sekunden rational drüber. Nein, nein, nein. Alter, ich glaube, das habe ich jetzt ein bisschen übersprungen. Ich glaube, er macht da wieder dieses ewig tausendmal widerlegte, diesen tausendmal widerlegten Punkt mit kann Gott einen Stein erschaffen, den er mich heben kann, müssen wir jetzt nicht nochmal durchgehen. Das ist
Absolut lächerlich. Er sagt halt, ich würde Allmacht anders definieren, dabei nehme ich die klassische Definition von Allmacht. Und es gibt haufenweise Arten, wie man diese angeblichen Widersprüche auflösen kann, indem man zum Beispiel einfach sagt, Gott kann nichts tun, was nicht in sich widersprüchlich ist. Und das ist auch nicht eine Beschränkung seiner Allmacht, sondern es ist einfach eine Dinge, die prinzipiell nicht ist. Es ist einfach Unsinn und Unsinn bleibt Unsinn. Man kann auch einfach sagen, Gott hat Macht über alles, was ist oder über alles, was sein kann. Und das ist komplett kompatibel mit dem Wort Allmacht. Macht über alles. Also, ja, ist auch egal. Wir können auch sagen, Gott kann alles, was man tun kann. Ist auch eine Art, das zu definieren. Und die alle zielen ja auf dieselbe Idee hinaus. Also kann man eine unterschiedliche Definition haben. Das wurde über die Jahrhunderte, über die Jahrtausende auch unterschiedlich definiert. Mit Definitionen, die ändern sich und Leute versuchen immer besser mit ihren Definitionen, immer schärfer zu werden. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist überhaupt nicht schlimm. Das machen wir Menschen bei anderen Themen genauso. Und diese Definitionen sind auch nicht alt. Also es ist nicht so, dass diese Definitionen, die immer diese neuen Atheisten plötzlich herantragen, das sind die, die alle Christen geglaubt haben. Dann kam Peter Frahm, hat die Frage mit dem Stein gestellt und dann hat noch nie einer, boah, also ganz im Gegenteil, meistens ist es eher so, dass Christen gegenseitig in der Geschichte oder auch andere Theisten über diese Fragen diskutiert haben und nicht diese Atheisten kamen und die haben diese Probleme schon längst gelöst und jetzt kommt im Jahr 2022 oder wann auch immer, kommt dann da der Peter und denkt, er hätte jetzt eine ganz tolle Idee gehabt, einen ganz tollen Widerspruch gefunden im Konzept von Allmacht. Nimm es einfach maximale Macht, ist egal, die maximale Macht, die geht. So, dann haben wir das Thema vom Tisch, das ist kein Problem. Drüber nach. Das heißt, es kann immer nur einen allmächtigen Gott geben, rein logisch. Ja, oder es gibt halt gar keinen. Wenn beide allmächtig wären, wären sie faktisch derselbe Gott. Du kannst es nicht sagen, ja, der eine Gott ist so, gibt es zwei Götter, wie viele Götter gibt es denn jetzt? Du musst ja erstmal überhaupt irgendwas nachweisen. Du kannst jetzt nicht hier von Göttern faseln, ohne dass irgendwas auch nur im Entferntesten zu 0,0000. Ja, das tue ich. Am Ende, es gibt am Ende ein Argument für die Existenz Gottes. By the way, ich habe halt eine Debatte über die Existenz Gottes. Da gebe ich auch nochmal zwei verschiedene Argumente für die Existenz Gottes. Das wird, glaube ich, am 14. Januar stattfinden auf Debatten-TV. Also das könnt ihr euch schon mal vormerken. Das wird richtig spannend. Also ich bin dafür, dass man Argumente dafür gibt. Er tut die ganze Zeit so, als würde ich es nicht machen. Und dann, wenn ich am Ende ein Argument gebe, will er nicht drauf eingehen. Also er lässt den letzten Teil aus, wo ich ein echtes Argument für die Existenz Gottes bringe zum Schluss. Vorher war es ja nur ein Reaktionsvideo. Und da tut er jetzt so, als würde ich niemals Argumente bringen für die Existenz Gottes. Ich habe mein ganzer Kanal voll mit Debatten zu dem Thema. Ich debattiere mit den Leuten in den Kommentaren über Argumente für die Existenz Gottes. Ich habe nie die Ansicht vertreten, dass man keine Argumente haben sollte, aber er bleibt bei diesem Punkt. Du musst jetzt Argumente bringen. Und wann immer ich ein Argument bringe oder so, dann hört er sich nicht mal an, dann geht nicht mehr darauf ein und er charakterisiert es falsch. Er sagt dann, das hören wir uns gar nicht an, das ist das Watchmaker-Argument. Dabei passt das Watchmaker-Argument überhaupt nicht. Ja, aber das kommen wir später. Ich wollte hier auf einen spezifischen Punkt hinaus. Ich will nicht zu viel schneiden, weil sonst wird das ewig dauern, deswegen mache ich das so halb live. Ich schneide ein klitzekleines bisschen. Aber ich hoffe, dass er den gleich mal bringt, weil er bringt mal diese schreckliche Analogie und da sieht man wieder ein super Beispiel, wie man Rhetorik erkennen kann und sie mit wirklichen Argumenten, mit wirklich mit dem Thema zu beschäftigen, dem entgegnen kann. Okay, man guckt nochmal, ob das noch kommt. 0,0001% bewiesen ist. Ja, wie viel ist Monster? Ist Ja, denn bleibt Baum und da. Zeit? Ja, Moment, wieder deine Beweise. Was wieder ist Religion, deswegen benutzen Religionen auch dieselben Argumente für die Existenz Gottes, Guter aber dann Punkt, guter unterschiedliche Punkt, Argumente Ricardo. dafür, warum ihre spezifische Religion das richtige Bild von Gott vermittelt. Ja, und alles davon ist Quatsch. Die Frage, ob Gott Wenn alles davon Quatsch ist, dann musst du jedes einzelne Argument nehmen und das widerlegen. Sonst kannst du diese Aussage überhaupt nicht rational treffen. Ja, oder zumindest musst du sagen, ich widerlege eine ganze Reihe von Argumenten und gehe deshalb davon aus, dass alle anderen auch Quatsch sind. Das wäre dann zumindest eine induktive Herangehensweise. Aber nicht mal eins vernünftig wiedergeben zu können oder irgendwelche Argumente gegen Gott zu bringen, die schon vor Jahrtausenden widerlegt wurden. Und zwar wirklich vor Jahrtausenden. Also da haben schon Leute wie Thomas von Aquin, wie Augustinus und so, die haben schon darüber geschrieben. Und diese Dinge widerlegt. Das ist, ja, okay. Was er sagt, ist so, ne, du hast 4000, 5000 Gottheiten, du lehnst 4999 davon ab und ich lehne eine mehr davon ab. Also sind wir größtenteils eigentlich einer Meinung. Ne, wir sind größtenteils, ich lehne halt einfach nur eine noch mehr ab als du. Das ist das Argument, das er eigentlich bringt. Also darum geht es eigentlich. Es geht nicht darum, ja, ich stelle eine rhetorische Rückfrage oder was auch immer. Ich versuche hier ein Argument zu bringen, das einfach total dämlich ist. Entschuldigung, ich meine es nicht ihm gegenüber. Ich sage nur, sein Argument ist dämlich. Nicht, dass er dämlich ist. Ich weiß, er ist nicht dämlich, aber trotzdem sagt er viel dämliches Zeug. Also. Und
das macht natürlich nicht so viel Sinn. Natürlich macht die Aussage Sinn. Die Aussage ist, Menschen haben schon immer Götter erfunden und soll denjenigen, der vielleicht ein bisschen offen dafür ist, vielleicht ein bisschen dafür sensibilisieren, dass die eigene Religion nicht zwangsläufig die einzige sein muss, die es gibt. Und wenn es da auch 1000 Versionen von gibt, dann kann man sich ja die anderen mal angucken und vielleicht merkt man dann, die schreiben ja alle den gleichen Mumpitz hier. So, also das ist natürlich eine nette Anregung, so nenne ich es mal, aber das gilt natürlich für alles. Menschen haben sich schon immer über politische Philosophien gestritten, Menschen haben schon immer darüber gestritten, wie man Kinder erziehen sollte und so weiter und so fort. Und oh, ist deine Methode, Kinder zu erziehen, besser als andere? Ist deine mehr an der Wahrheit, wie es sein sollte, als die von den anderen? Vielleicht auch nicht. Ja, natürlich sollte man das reflektieren. Natürlich sollte man darüber nachdenken und sollte man kritisch hinterfragen. Das gilt aber für alle Themen. So, und das macht dadurch deine Position nicht weniger wahrscheinlich. Es ist einfach nur, ja, wir sollten immer akzeptieren, dass Menschen unterschiedliche Meinungen haben zu so ziemlich allen Themen, die es auf diesem Planeten gibt. Einschließlich auch vielen wissenschaftlichen Themen. Ja, es gibt ein paar Themen, da haben wir schon ziemlich hohen Konsens, aber bei fast allen anderen Themen auf der Welt streiten wir uns halt. Das ist bei Gott so, das ist bei den Religionen so, das ist bei Kindererziehung, bei wie wir mit dem Thema Klimawandel umgehen sollen, bei allem Möglichen streiten sich die Menschen und haben unterschiedliche Meinungen und Positionen und dies und jenes. Und nur weil andere Leute das zu anderen Zeiten, in anderen Kulturen anders gesehen haben, heißt das nicht, dass du falsch liegst. Ist aber trotzdem ein Anreiz, mal darüber nachzudenken und zu sagen, hey, hinterfrage ich mal. Und das ist auch nett, dass er das sagt, aber er tut halt so, als hätte es ein Argument gegen die Existenz Gottes oder er präsentiert es auf eine Art und Weise. Und oder ein Argument, das jetzt Gott weniger wahrscheinlich macht oder so, aber das ist es eben nicht. Vor allem, weil er jetzt hier wieder mal Religion und Glaube, ob es einen Gott gibt, durcheinander bringt. Das ist einfach nicht das Gleiche. Wenn ich jetzt aufhören würde, Christ zu sein, weil mich irgendwie davon überzeugt, das Christentum ist Schwachsinn, dann würde ich ja nicht aufhören, an Gott zu glauben. Ich würde dann halt entweder zu einer anderen Religion wechseln oder ich würde Deist werden oder ein ganz offener Theist, der einfach sagt, es gibt irgendwie Gott, aber ich bin jetzt nicht spezifisch in einer Religion drin oder so. Aber ich würde auch nicht auf die Idee kommen, nur weil es irgendeinen Grund gibt, nicht mehr Christ zu sein, dass ich jetzt nicht mehr glaube, dass es Gott gibt. So, das sind doch zwei Sachen, die haben zwar miteinander zu tun, aber das sind ja nicht abhängig voneinander. Also, naja, das ist diesen Punkt, den scheint er einfach nicht zu rallen. Oder ich weiß nicht, ob er ihn rallt und trotzdem weiter dieses Pferd totreiten will. Aber jetzt gleich kommt die interessante Analogie, die ich bringe. Und seine Antwort darauf ist sehr bezeichnend. Davon kann man viel lernen. Teilweise wird auch schön voneinander abgeschrieben und der rationale Geist wird ja dann merken, dass das höchstwahrscheinlich alles Quatsch ist. Und so. Hä? Hey, what? Das ist noch nicht ganz, worauf ich hinaus will, aber nein, natürlich ist das Schwachsinn. Also das, was er jetzt da sagt. Ne? Nur weil Menschen zu irgendwelchen Themen unterschiedliche Meinungen haben, nur weil es unterschiedliche Religionen gibt und Menschen unterschiedliche Bilder davon hatten, wie Gott sein soll, heißt es weder, dass deine Ansicht falsch ist, noch dass die Ansicht von irgendeinem anderen richtig ist oder falsch ist, noch, das ist einfach, also dass wir unterschiedliche Meinungen zu Themen haben, das ist normal und deswegen sollte man reflektieren und Dinge diskutieren. Also dieser Schluss ist einfach, das ist ein Non-Sequitur. Man kann nicht daraus schlussfolgern, daher ist das wahrscheinlich Quatsch. Wahrscheinlich Quatsch, das war seine Logik. Er hat gerade gesagt, es gibt unterschiedliche Meinungen zu Religion und deswegen sind die wahrscheinlich alle Quatsch. Das ist am besten Willen, kein Argument für irgendwas. So werden ja Leute zu. Aber er braucht ja keine Argumente. Er darf Quatsch reden und wenn man ihn darauf hinweist, dann sagt er, oh, ich brauche aber gar keinen Argument. Ich darf Quatsch reden. Atheisten. Ja, du kriegst von Haus aus oder wie das bei mir so ein bisschen war, von den Medien mehr oder weniger die Programmierung drauf, bist dann halt Theist, glaubst dran, hast es noch nie hinterfragt und jedes clevere Video, was den ganzen Quatsch aber hinterfragt und fragt, ja, was ist denn über? Findest du das aber halt ungefähr im Extrem vor? Dass sie die ja, ich bin Peter Fromm, ich bin der Einzige, der jemals hinterfragt hat, Christen hinterfragt mich, nicht, bla bla bla, seid rational und bla bla bla, und aber kein Konstant. Also er erzählt wieder nicht Geschichten. Ruhe lässt hier in Tür, um die Eischen, denen gerade auch nicht so das Geschäft. Kommen wir zu meiner Analogie langsam, ne? Und irgendwelche Arten Messer, ist ja ungefähr so wie, da liegt irgendein Typ. Das nicht. Und das macht natürlich nicht so viel Sinn, also es wäre ja ungefähr so wie, da liegt irgendein Typ mit einem Messer in der Brust, coole keine Effekte Fingerabdrücke auf dem Messer von ihm selbst, sondern irgendwelche anderen Fingerabdrücke und der liegt dann mit der Brust irgendwie auf dem Boden
Und dann sagt der erste Inspektor, ja, ich glaube, das war der Hannes. Dann kommt der zweite Detective und sagt, nee, ich glaube, das war der Maximilian. Und dann kommt der dritte, der meint dann, ich glaube, das ist der Moritz gewesen. Und der vierte sagt dann, ich glaube, das war der Totoloris, keine Ahnung. Ne? Und die streiten sich drüber und dann kommt immer der fünfte an und sagt, pass mal auf, ich glaube, es war einfach gar keiner. Wie, das war keiner? Ja, guck mal, du lehnst hier den Moritz, den Totoloris und den Maximilian und so ab. Und ich lehne einfach nur noch einen mehr ab. Nee, die alle sind sich einig, einer hat den Mord begangen. Die sind sich uneinig darüber, wer der Mörder ist. Oder man könnte auch sagen, wie der Mörder ist. So, ne, bei der Frage nach Gott, alle sind sich einig, dass es einen Gott gibt. Wir sind uns uneinig darüber, wer dieser Gott ist. Und wie gesagt, diese 5000, ich weiß nicht, woher diese Zahl kommt. Ne? Vielleicht gab es wirklich 5000 verschiedene monotheistische Religionen, aber natürlich rein praktisch gesehen gibt es nicht so viele verschiedene monotheistische Glaubenstraditionen. Und das ist wahrscheinlich eine der beknacktesten Analogien, die ich je gehört habe, weil er es damit ja so versucht darzustellen, als wäre auf jeden Fall klar, dass das Universum von irgendwem geschaffen wurde. Das heißt, nein, das versuche ich gerade überhaupt gar nicht klar zu machen. Das ist das, jetzt wird spannend, weil jetzt merken wir, hört er zu, was ich sage. Ist er in der Lage zu verstehen, was ich sage? Ich denke, theoretisch ist er dazu in der Lage, aber er ist so voreingenommen hier an dieser Stelle und macht daraus seinen Twist. Und wir werden das gleich sehen, weil er verändert meine Analogie, aber es ändert mein Argument nicht. Also mein Argument wird genauso mit seiner Analogie funktionieren, wie mit meiner alten Analogie. Also mit meinem alten Beispiel, das ich bringe, das macht gar keinen Unterschied. Und das wird ganz interessant. Also da, das wird ganz witzig. Also hört er mal zu noch einen Moment und dann schauen wir mal, ob ihr das selber merkt, dass das, was er sagt, überhaupt nichts an dem verändert, was ich gesagt habe. Das heißt, irgendwer muss es ja gewesen sein. Es muss ja jemand gewesen sein. Das heißt, totaler Quatsch. Und die bessere Analogie wäre, da liegt eine Leiche oder es wird eine Leiche angespült und keiner weiß, wie es stattgefunden hat. War es jetzt ein Mord? War es überhaupt ein Mord? War es ein Selbstmord? War es vielleicht ein Unfall? Ist er von der Brücke gestürzt? War es vielleicht einfach eine Krankheit, war ein natürlicher Tod und er war gerade am Schwimmen oder hat gerade am Wasserrand gesessen? Ja, wir wissen gar nichts. Und wenn es dann nicht aufgeklärt wird, wenn dann kein Mörder gefunden wird, dann muss der Fall halt ungelöst bleiben. Und so sieht, das ist ja die bessere Analogie, und so sieht es ja beim Fall Gott versus Atheismus auch aus, dass die Leiche angespült wurde. Das heißt, wir haben jetzt das Universum hier in der Backe und kein Schwanz weiß, wie es entstanden ist. So, also jetzt gehen wir das mal kurz durch. Also er sagt im ersten Schritt, ne, es gibt so viele Religionen und ich glaube nur an einen Gott weniger als du. Ja, also das heißt, wir sind uns größtenteils einig, ich glaube an einen Gott weniger als du. Dann bringe ich ein Argument in Form einer Analogie, die zeigt, dass diese Logik nicht funktioniert, weil wenn es einen Mord gibt und 5 Leute der Ansicht sind, dass es einen Unterschied, dass es einen unterschiedlichen Mörder gibt und einer sagt, ich glaube, es gab gar keinen Mörder, dann ist es ja nicht so, als würde er mehr zustimmen mit den anderen. Also der sagt, es gibt keinen Mörder, der hat den größten Unterschied zu all den anderen. Die anderen haben sehr viel miteinander gemein. Die haben vielleicht unterschiedliche Theorien darüber, wer der Mörder ist, aber sie haben sehr viel miteinander gemein. Er sagt, ja, das ist die falsche Analogie. Und jetzt merkt man, er denkt, ich benutze diese Analogie, zumindest redet er so, als würde er so denken. Ich würde diese Analogie benutzen, um damit zu implizieren, dass es einen Gott geben muss. Aber das war überhaupt nicht der Punkt meiner Analogie. Wir können sehr gerne auch seine Analogie verwenden. Seine Analogie war die, es wird irgendeine Leiche angespült und wir wissen nicht, wurde sie ermordet, wurde sie hatte sie eine Lebensmittelvergiftung ins Wasser gefallen, war Selbstmord, wir haben keine Ahnung. Ja, war es einfach plötzlich ihr Herztod, war das ein Taucher, dem irgendwie was passiert ist. Wir haben keine Ahnung, was passiert ist. So, wird einfach Angst. Und das sind jetzt 5 Leute, die sind der Ansicht, diese Person wurde ermordet, haben aber unterschiedliche Theorien, wer der Mörder war und vielleicht auch wie er das genau gemacht hat. Und eine Person sagt, nee, es war auf keinen Fall Mord. Mord war das nicht. Ne? Oder sagt, ich glaube nicht an Mörder. Und dann würde dieser der Nicht-Mörder, oder Nicht-Mord, die Nicht-Mord-Person, würde jetzt angehen und sagen, ihr habt viel mehr gemeinsam mit meiner Theorie. Weil ihr lehnt ja all die anderen Mörder ab und ich lehne einfach nur einen Mörder mehr ab als ihr. Und dann würdet ihr merken, das macht keinen Sinn. Das ist total dämlich. Das macht überhaupt keinen Sinn. Nein, du hast den größten Unterschied zu all den anderen. Du bist derjenige, der sagt, es gibt keinen Mörder und die anderen sagen, es gibt einen Mörder. Das ist kategorisch unterschiedlich. Und deswegen funktioniert dieses Ding, ich glaube an einen Gott weniger als du nicht. Ja, es ist ein rhetorischer Kniff und meine Analogie zeigt das und seine Analogie, die er verändert hat, zeigt das nicht. Obwohl er jetzt rhetorisch, wieder rhetorischer Trick, versucht hat, so zu tun, als wäre meine Analogie über etwas anderes gewesen, als sie war. Sie war darüber, dass dieser 5000 Götter und ich glaube nur an einen weniger, darum ging es und er tat so, als würde es jetzt darum nicht gehen und als würde es darum gehen, gibt es Gott oder nicht.
Ja, das würde ich dann damit implizieren, dass es einen Gott gibt. Ja, darum ging es nicht. Und das könnt ihr euch gerne nochmal im Kontext anhören. Ihr könnt jetzt sehr, sehr gut sehen, wie diese Taktik funktioniert. Diese Spechtaktik, wie man einfach plötzlich die Analogie auf etwas komplett anderen Kern dreht. Aber man merkt, selbst mit dieser anderen Analogie bleibt mein Punkt derselbe. Ja, das heißt, entweder hat das nicht verstanden oder das ist wirklich ein Trick oder ich weiß es. Ich kann ja nicht in ihn hineingucken. Ich kann keine Psychoanalyse machen und jetzt wissen, was er denkt oder nicht denkt. Keine Ahnung. Ich weiß, dass er klug genug ist, um es eigentlich zu verstehen. Naja, schade eigentlich, Peter. Schade. Es gibt kein wirkliches richtig und falsch. Es ist sehr, sehr schwierig, eine objektive Moral zu etablieren ohne einen Gott. Oder ich würde sogar behaupten, unmöglich. Also es gibt kein wirkliches richtig und falsch ohne Gott. Ne? Objektive Moral. Ja, Moral ist Übereinkunft von Menschen. Ja, wieso sollte es eine objektive Moral geben? Ich würde sogar behaupten, unmöglich. Also es gibt kein wirkliches richtig und falsch ohne Gott. Ne? Ja, das braucht er jetzt auch kein Argument für. Das behauptet er jetzt wieder einfach. Ne? Das ist die Übereinkunft von Menschen? Ja. Und wenn sich alle Menschen übereinkommen, das ist, was man kleine Kinder zum Spaß essen darf und vorher vergewaltigen und foltern, dann, ja, dann ist das halt die Moral. Da sind wir drüber eingekommen. Dann empfehle ich den Atheisten Michael Humer mal zu lesen. Der wird dir da ein paar intellektuelle Ohrfeigen für solche dämlichen Aussagen geben, die man zumindest sie einfach so dahinzustellen. Also das Fakten. So, ne? Und das ist ja auch das, was er immer mir vorwirft. Obwohl ich das ja gar nicht mache. Ich gebe ja Gründe, aber er sagt dann einfach immer Sachen und meint, er bräuchte dafür keine Argumente. Das ist ganz rational, weil er braucht keine Argumente. Und na, egal. Ja, das wird noch ein bisschen witziger gleich hier. Ja. Natürlich nicht. Das muss man unter Menschen aushandeln, wie wir es auch schon immer so gemacht haben. Und darauf hoffen, dass sich da die Ergebnisse verbessern. Das heißt Sklaverei. Es gibt gar keine objektive Moral, aber wir hoffen, dass sie besser wird. Besser in welchem Standard? Wenn wir uns einfach einigen, dann gibt es nichts Besseres. Dann ist das, was wir geeinigt haben, ist das, was ist. So, und das ist ja genau mein Kritikpunkt, aber ich weiß nicht, ob er in der Lage... Also da, ich will das nicht mehr die Formulierung benutzen, aber ganz ehrlich, Peter, wenn es keine objektive Moral gibt, wie kann sie sich dann verbessern? Sie kann sich nur verändern. Wir könnten über andere Dinge übereinkommen, aber was... Woran sagt man denn, dass es dann besser ist oder schlechter ist, wenn es keine objektive Moral gibt, lieber Petey? Eieiei. Abgeschafft wird und so weiter, was in der Bibel befürwortet oder zumindest geduldet. Befürwortet oder zumindest geduldet, das ist schon besser formuliert als die meisten. Geduldet wird, ja, das heißt, du willst deine Moral bitte auf keinen Fall aus den angeblich heiligen Büchern beziehen, um Gottes Willen, zumindest nicht, wenn du da vieles wörtlich nimmst. Die Bibel erzählt die Geschichte vom Volk Gottes mit Gott. Ja, und wie die zusammen unterwegs waren und dort gab es eine Progression, es gab dort Veränderungen und natürlich wurde Sklaverei damals geduldet, wie in allen Völkern und das war auch damals falsch und das ist eine spannende Frage, darüber kann man diskutieren, da kann man mit den verschiedenen Forschern in den Bereichen darüber sprechen, warum gab es das damals. Und warum wurde das erlaubt? Aber es ist ganz klar, dass die Bibel nicht einfach ein Regelbuch ist und wir nehmen einfach irgendeine Passage aus dem Alten Testament und sagen, so muss jetzt zu allen Zeiten die Gesellschaft aussehen. So hat das auch eigentlich nie ein Theologe verstanden. Also das wäre mir neu. Da können wir auch nachgucken, was Leute 200, 300 nach Christus geschrieben haben. Die haben das auch nicht so verstanden. Sondern es geht hier jetzt, da wird teilweise einfach historisch beschrieben, so war das. Ja, und natürlich wirft das spannende Fragen auf, dass Gott diese Dinge zugelassen hat beim Volk Israel. Aber wir haben bereits im Neuen Testament das erste Mal, dass jemand von der Sklaverei befreit wird. Ja, das verlangt Paulus sogar, dass jemand von der Sklaverei befreit wird. Aber das waren die Anfänge, wodurch das sich durchgesetzt hat. Und dann haben wir in der frühen Kirchengeschichte schon Leute gehabt, die aufgrund dessen argumentiert haben, dass es totaler Schwachsinn wäre, dass man Menschen besitzen kann und so weiter und so fort, weil sie im Ebenbild Gottes geschaffen sind und so weiter und so weiter. Da können wir ganz lange drüber reden. Ist ein spannendes Thema, da geht es richtig komplex und tief. Und ich sage nicht, dass es auch nicht Gegenargumente gibt und dass man das von verschiedenen Perspektiven sehen kann, aber einfach zu sagen, ja, der biblischen Moral würden wir noch Sklaven haben, ja, während die Christen, das waren die Sklaverei weltweit abgeschafft haben, zu großen Teilen. Ja. Und ist auch die traditionell geschichtlich christlichen Länder, zufälligerweise sind die Sklaverei alle als erstes abgeschafft worden. Ja, naja, gut. Machen wir weiter. Peter Fram stellt die Behauptung auf, dass Atheismus ganz isoliert einfach nur die Antwort auf eine Frage ist, und zwar, glaubst du, dass es einen Gott gibt, ja oder nein? Ja, und in dem Fall beantworten Atheisten sie mit nein, gibt's nicht.
Und mehr nicht. Und ich versuche hier über einen längeren Zeitraum, ich habe jetzt nochmal hier so ein kleines Studio ausgewählt, deutlich zu machen, dass es eben nicht nur das ist, sondern dass eben die Beantwortung dieser Fragen Einfluss hat auf andere Fragen, die du beantwortest. Und gib dir jetzt ein Beispiel, ich habe auch schon vor andere Beispiele, aber er schaffelt nur rum und hier will ich mal wieder so ein bisschen zeigen, wie Peter Pans Videos funktionieren, bei diesem Thema zumindest. Ihr könnt ja mir widersprechen in den Kommentaren, aber ich finde, er geht einfach null auf meinen Punkt ein. Er geht null auf das ein, was ich sage. Und ihr könnt es selber hören. Also hier bringe ich jetzt gleich den Punkt, ihr werdet es hören. Ich sage, Atheisten glauben viel häufiger, dass Abtreibung okay ist als Christen. So, also offensichtlich ist diese Frage Atheismus noch mit mehr verbunden und es scheint auch einen kausalen Zusammenhang zu geben. Also offensichtlich irgendwie scheint diese Beantwortung der Frage, ob du Atheist oder Christ bist, ob es Gott gibt oder nicht, irgendwie auch Einfluss auf andere Fragen zu haben. Unter anderem Abtreibung, was sich überwältigend in den Statistiken zeigt. Wie beantwortet Peter Frahm diesen Punkt, dieses Argument? Schauen wir mal kurz rein. Nein, ja, mal Play. Gott glaubst oder nicht? Ne? Und Atheismus und die Statistiken sind darin überwältigend, sind viel, viel eher für Abtreibung als Christen. Also die Opposition unter Atheisten gegen Abtreibung ist super klein. Dann kommt das Abtreibungsthema. Da sage ich, wenn das ganz, ganz früh passiert, dann finde ich das okay. Also bevor halt zentrales Nervensystem entstanden ist, wenn es praktisch nur ein Mini-Zellhaufen ist, dann habe ich da kein Problem mit. Außer man würde sagen, ja gut, da entsteht jetzt noch kein Leid, aber das ist potenziell. Ja, du empfindest da irgendwie irgendwas, Peter. Schön. Aber du bist nicht auf das eingegangen, was ich gesagt habe. Ich habe kein Argument gegen Abtreibung gebracht. Jetzt tut er so, als würde ich hier irgendwie eine bestimmte Position zur Abtreibung einnehmen. Ich habe gar nicht gesagt, was meine Position zur Abtreibung ist in diesem Video. Ja, könnte ich machen, wäre überhaupt kein Problem, aber ich habe es ja gar nicht gemacht. Ich habe nur verdeutlicht, dass die Frage, ob du an Gott glaubst, auch andere Fragen beeinflusst. In diesem Fall passt er sogar noch ins Bild. Er glaubt, dass Abtreibung okay ist, wenn es ganz früh ist. Während Theisten fast ausschließlich sagen, nee, durch die Bank weg, oder viele Theisten sagen durch die Bank weg, nee, Abtreibung ist falsch. Ne? Es ist halt einfach, einen Menschen zu töten und ein Fötus, egal wie klein, ist halt ein Mensch und deswegen darf man den nicht töten. Ja, und da bestätigt er in gewisser Weise meinen Punkt. Dann später wird er ein bisschen komplexer. Ist auch alles okay, er kann ja seine Meinung haben, wie er will, aber das beantwortet doch nicht meinen Punkt. Und zwar den Punkt, dass es eben nicht nur eine isolierte Frage ist, die komplett alles andere unbetastet lässt in deinem Weltbild. Ja, und das ist der Punkt, den ich versuchte eigentlich deutlich zu machen, aber vergibt. Ja, stattdessen schwafelt und schwafelt er über andere Dinge. Ja, wie er das sieht und was seine Meinung ist und er hat da sieht das ja ganz differenziert und toll. Applaus. Also war nicht auf meinen Punkt geantwortet. Jetzt kommen wir hier so an einen Punkt, da streiten wir uns auch ein bisschen darüber, wie das Argument von Ignorance, beziehungsweise das God of the Gaps Argument funktioniert. Peter zeigt das, also, ja, also ich glaube später zeigt er nochmal, dass er es komplett falsch anwendet dann in der Praxis. Hoffentlich kommen wir da gleich auch nochmal zu. Aber das Argument von Ignorance funktioniert folgendermaßen. Du sagst, wir wissen die Antwort auf X nicht, folglich ist meine Antwort die richtige darauf. Und das ist kein Argument im weitesten Sinne, das ist ein Fehlschluss oder auch eine rhetorische Taktik, die man verwenden kann. Das tun manche, ich sage hier fälschlicherweise in dem Video, dass das niemals einen Twist machen würde, ich übertreibe an der Stelle, sage es natürlich ein bisschen hyperbolisch hier. Aber dieses Argument, ja, das ist in der Regel nicht das, was ein Apologet oder ein Religionsphilosoph oder so anwendet. Also das kommt eigentlich nicht vor. Und das ist auch so. Allerdings verstehen Leute wie Peter Frahm oft nicht, wie dieses Argument von Ignorance funktioniert. Weil sie denken, sobald ich irgendeine Frage damit beantworte, dass Gott es war, ist es ein God of the Gaps. Und wenn man God of the Gaps so definiert, dann kann es prinzipiell niemals Argument für die Existenz Gottes geben, weil es immer ein God of the Gaps ist, weil Gott immer die Antwort auf irgendeine Frage dann wäre und jedes Mal man sagt, oh, God of the Gaps. Und dass das nicht das God of the Gaps sein kann oder ein Argument von Ignorance, das kannst du auch ganz leicht daran erkennen, dass du das genau mit allem anderen machen könntest. Ja? Wenn du sagst, oh, wir wissen nicht, was es ist, vielleicht war es ein Naturgesetz, vielleicht ist es Gravitation, vielleicht ist dann immer wir irgendeine Antwort auf irgendwas gefunden haben, wenn man sagen könnte, oh, das ist aber ein Argument von Ignorance, du weißt die Antwort nicht, gibt es einen Vorschlag, was es sein könnte, oh, das ist ein Argument von Ignorance. Stattdessen, was viele theistische Argumente tun, ist, sie argumentieren abduktiv. Und da kommen wir später nochmal drauf. Abduktiv heißt, man schließt auf die beste Erklärung. Und das ist komplett rational. Zu sagen, wir haben verschiedene Optionen, wir gucken uns die an und wir gucken uns an, welche erklärt am besten das meiste mit dem wenigsten.
Also am wenigsten man postuliert, am wenigsten erklärt man das meiste auf eine elegante Art und Weise. Und dann sagt man, das ist die beste Erklärung. Und man kann verschiedene Kriterien dafür aufstellen, bessere und schlechtere Erklärungen sind. Aber das ist abduktives Schließen. Das ist kein Data Gap. Das ist kein Argument von Ignorance. Und so funktionieren eigentlich die modernen theistischen Argumente alle, würde ich fast sagen, oder zumindest die meisten. Früher waren die oft eher deduktiv, aber wie wir feststellen, auch in anderen Bereichen, zum Beispiel Wissenschaftsphilosophie oder so, dass deduktive Logik einfach in der Realität meistens nicht funktioniert. Wir sind zwar nett und sind cool und geben einem Sicherheit, aber man kann fast jedes deduktive Argument, egal für was, irgendwie anzweifeln. Irgendeine Prämisse kann man anzweifeln. Deswegen sind abduktive Argumente oft so ein bisschen angenehmer, da sie moderater sind, sie sind demütiger und man lassen auch ein bisschen mehr Spielraum zu. Und das ist, wie man heutzutage eigentlich so, naja, und auch in der Wissenschaft argumentiert man viel, viel abduktiv. Das ist ganz normal, das ist ganz normale Vorgehensweise in vielen Wissenschaften heutzutage. Und genauso tut man das auch in der Religionsphilosophie. Und ja, aber ich will mal so einen kleinen Teil jetzt, wo wir da so einen Disput haben, abspielen und kommentiere das dann auch mal ein bisschen. Ist fast so, als wäre Gott selbst aufgetaucht und hätte den Mond gespalten. Für alle sichtbar. Aber ich finde, es sind legitime Argumente, wo Gott als ein, da benutzt man die Erklärkraft von Gott quasi. Man sagt, Gott ist da eine super gute, simple Erklärung. Und man kann darüber streiten, ob man das, kann man auch anders sehen, aber die würden sagen, wir finden, das sind ist eine gute, eloquente, elegante Erklärung für den Anfang des Universums, weil der Anfang des Universums hat verschiedene Probleme, verschiedene Schwierigkeiten und das Konzept eines Gottes kann diese Probleme mit Leichtigkeit lösen. Das nennt sich God of the... Nein, das nennt sich eben nicht God of the Gap, sondern abduktiv argumentieren. Wenn man sagt, wir haben hier ein Problem und wir haben hier einen Lösungsansatz und der erklärt den sehr elegant. Das ist abduktiv argumentieren. Das ist einfach so. Und ich bringe auch so ein anderes Beispiel an einer anderen Stelle mal in diesem Video noch. Ich weiß nicht, ob wir dazu kommen heute. Aber da sage ich zum Beispiel, rein intuitiv existiert die Welt um mich herum. Ja, und die beste Erklärung dafür ist einfach, die eleganteste ist, dass die Welt um mich herum existiert. Ich könnte sagen, es könnte alles eine Illusion sein oder irgendjemand manipuliert mich und kann alles sein. Aber die beste Erklärung, ich kann es nicht deduktiv in die eine oder andere, aber die beste Erklärung dafür, die Welt um mich herum existiert. Und das ist eine ganz simple, logische, rationale Herangehensweise. Und so funktionieren eben auch First-Mover-Arguments und so weiter und so fort, teleologische Argumente. Die benutzen halt diese Logik. Aber er sagt halt einfach, God of the Gaps. Ja, ich könnte auch sagen, Naturalism of the Gaps. Ich könnte sagen, hey, vielleicht gibt es einfach irgendein Naturgesetz, das wir noch nicht entdeckt haben. Und das wird es erklären. Ja, und dann, obwohl man natürlich widerlegen kann, dass es prinzipiell ein Naturgesetz für die Welt geben könnte. Aber vielleicht gibt es das ja. Und solange ist das Naturgesetz die wahrscheinlichste Hypothese, was auch immer. Aber das wäre dann ein Naturalism of the Gaps oder ein Science of the Gaps oder was auch immer. Aber nein, die nehmen einfach die verschiedenen Hypothesen. Und das ist alles. Es ist kein Naturalism of the Gaps. Das ist kein Science. Und nicht, dass man mich jetzt hier wieder misszitiert. Ja, was ich sage, ist einfach, man guckt sich die verschiedenen Thesen an und sagt, welche erklärt es am besten, am elegantesten, welche behauptet am wenigsten und schafft damit das meiste zu erklären. Und in meinen Augen, bei vielen theistischen Argumenten, wenn ihr welche hören wollt, Debatten-TV, glaube ich, Debattier-TV, Debatten-TV, glaube ich, ne, am 14.01.2020 und 2023 um 22.30 Uhr, da stelle ich zwei Argumente für die Existenz Gottes vor, einer Debatte mit jemandem von Atheismus-TV. Also da auf jeden Fall einschalten, dann hört ihr nochmal welche, aber da werde ich auch abduktiv argumentiert. Ich würde sagen, das ist die beste Erklärung für jene Lücke in unserem Wissen. Und das ist kein God of the Gaps, das ist kein Argument from Ignorance. The Gaps Fallacy, was auch Teil des Arguments from Ignorance ist. Das heißt, da bringt er es sogar direkt, nicht erst später. Ja, genau das ist der logische Fehlschluss. Ja, wir können es uns nicht erklären, wir wissen es nicht, aber dann holen wir doch einfach die ultimative Nicht-Antwort hinzu. Und zwar, ja, Gott wäre doch plausibel. Vielleicht. Exakt dasselbe könnte man bei Gravitation sagen. Oh, wir verstehen nicht. Das habe ich sogar in dem Video gesagt. Weiß nicht, ob ich das gleich auch nochmal bringe. Ja, aber ich erkläre es nochmal, weil er hat es damals nicht verstanden. Ich habe, ich meinte Gravitation und zwar im Sinne von der Idee, dass sich dass Masse die Raumzeit krümmt. Das ist eine Sache, die wir, glaube ich, bis heute nicht wirklich vollends beweisen können. Also wir können das nicht experimentell testen. Aber es ist eine mathematische Theorie, die einfach die verschiedenen Bewegungen am Himmel, die Bewegungen hier auf der Erde etc. pp. Einfach super gut und elegant erklärt. Und zu sagen, oh,
nee, das ist aber eine Gravitation of the Gaps oder ein Math of the Gaps oder was auch immer. Man könnte alle möglichen Wörter jetzt reinschmeißen. Nein, es ist einfach eine elegante, sinnvolle Erklärung für ein Problem, das wir haben. Und zwar, warum bewegen sich die Gestirne am Himmel so? Warum bewegen sich die Dinge auf der Erde so? Und er denkt, ich meine, warum fallen Dinge runter? Und man kann anzweifeln, ob Dinge vielleicht wirklich runterfallen. Darum ging es mir überhaupt nicht, als ich das Argument in dem Video damals gemacht habe, sondern ich habe über Gravitation gesprochen und habe gesagt, und meinte damit die komplexere Definition von Gravitation, und zwar die, dass man sagt, Masse oder ich glaube, ist es Masse oder ist es die Dichte, die krümmt die Raumzeit, ich verstehe das auch nicht, hundertprozentig, ne? Und dadurch fallen halt zum Beispiel, fällt halt ein Raumschiff auf den Planet, wenn er jetzt darauf hinzufliegt, so, das wird aber, weil die Raumzeit wird irgendwie, eigentlich geht das Raumschiff eine gerade Linie, aber durch die Krümmung der Raumzeit geht sie halt in einer Kurve auf die das Zentrum der Masse zu. Und das ist so ungefähr, wie ich das immer verstanden habe, zumindest, wenn wir jetzt hier Physiker unter den Zuschauern, das kann er nicht ein bisschen roasten in den Kommentaren nochmal erklären, wie das wirklich funktioniert. Aber so ungefähr habe ich das immer verstanden. Und soweit ich weiß, kann man das experimentell nicht testen oder konnte man das sehr lange Zeit nicht testen, aber trotzdem waren wir komplett rational anzunehmen, dass es Gravitation gibt und dass Gravitation so funktioniert, weil es die beste Erklärung ist, die wir hatten, mit Abstand. Vielleicht hat es einen Gott gemacht. Ja, die Lücken, die wir uns nicht erklären können, deshalb God of the Gaps Fallacy, die erklären wir uns einfach mit einem Gott. Und dann haben wir das Problem gelöst. Problem ist nur, das ist die ultimative Nicht-Antwort. Ja, woher kommt dieser Gott? Wie kann das alles sein? Gibt es Beweise dafür? Und man hängt halt... Ja, wo kommt denn dann die Gravitation her? Da haben wir zwei für Beweise und... Nur weil eine Frage neue Fragen aufwirft, heißt das nicht, dass die Antwort keine gute Antwort ist. Ja? Jede Antwort, die wir geben, wirft neue Fragen auf. Auch in der Wissenschaft. Ja, wann immer die Wissenschaft irgendwas Neues entdeckt, wirft das auch wieder neue Fragen auf. Das ist ganz normal. Nur weil eine wissenschaftliche Theorie irgendwas erklärt und dabei aber neue Fragen entstehen, delegitimiert das nicht diese wissenschaftliche Theorie. Fragen sind kein Argument. Nur weil du eine Frage hast, heißt das, ist das kein Argument für irgendwas. Ja, das heißt einfach nur, okay, da gibt es noch andere Dinge, die wir jetzt auch noch rausfinden müssen. Wie kommst du darauf, dass die Beweislage 0,0% ist? Ja, weil keine Beweise vorliegen. Und was ist 0,0%? So, also, er sagt, die Beweislage wäre 0,0% für Gott. Also es gäbe einfach keinen einzigen Beweis, keinen einzigen Beleg, nichts. Das mal nur kurz hier rausgesucht. Ich glaube, dazu gibt es auch noch ein Paper, hier könnt ihr lesen. Aber es ist over 100 arguments for the existence of God. Das sind auch alles publizierte Argumente, nicht Leute, Argumente, die wir sich einfach mal kurz aus den Fingern gesaugt haben. Irgendwo meine ich, habe die auch nochmal verlinkt als Resource. Hier gibt es sogar noch ein Antwortvideo darauf, von Majesty of Reason. Majesty of Reason ist von Joe Schmidt, der ist ein Agnostiker. Und er geht auch nochmal auf die Argumente drauf. Also es gibt die Argumente, Leute geben Antworten darauf. Das sind Argumente, die in Religionsphilosophie-Journalen veröffentlicht wurden über die Jahre. Es gibt also haufenweise Gründe, weshalb wir an Gott glauben. Es gibt auch haufenweise Leute, die einen hohen IQ haben, sich mit diesen Argumenten beschäftigt haben und zum Schluss gekommen sind, dass es einen Gott gibt. Das mag vielleicht wieder Fragen schockieren, es gibt aber Leute, die zum Schluss gekommen sind, dass sie keinen guten Grund darin sehen, irgendwie an Gott zu glauben, die Argumente nicht überzeugend finden, aber die Argumente existieren. Es gibt viele, auch sehr intelligente Menschen, einschließlich mir selber, also nicht, dass ich selber sehr intelligent wäre, aber einschließlich mir selber, der sich mit diesen Argumenten beschäftigt hat und auch zu dem Schluss gekommen ist, dass es einen Gott gibt. Ja, ich habe mich auch mit dieser Frage beschäftigt. Ich habe das auch hinterfragt, ob es Gott gibt, für lange Zeit, für einige Jahre. Und für mich bin ich zum Schluss gekommen. Ich bin mir sehr sicher, dass es einen Gott gibt. Und finde die Argumente durchaus überzeugend. Also hier, es geht 4 Stunden. Und das ist ja auch irgendwo aufgeteilt. Ich glaube, man kann hier unten siehst du auch so Kapitel und so. Also kann man hier, muss man nicht so in einem durchgucken, sondern man kann halt auch Kapitel für Kapitel da durchgehen. Ich habe hier am Anfang auch nochmal so eine. Wie weiß ich da, ne? Also von den verschiedenen Arten von Argumenten, kosmologisch, ontologisch, Design, Moral, Experimental, Experiential, Entschuldigung, Miracles, Pragmatic, Metaphysical, Nomological, Axiological, Noological, Linguistic, Anthropological und das jetzt gar nicht, ich weiß gar nicht lesen, Meta irgendwas. Dort gibt es einen ganzen Haufen von Argumenten für die Existenz Gottes. Ich sehe die alle als Belege dafür. Man kann natürlich entkräften und gegen Argumente bringen und so weiter und so fort. Und das ist auch wie die Realität funktioniert, wie man rational ist. Rationalität ist einfach Diskurs. Der eine sagt was, der andere sagt was dagegen und man diskutiert. Und man bildet sich in diesem Prozess eine Meinung. Und es ist auch okay, wenn man eine andere Meinung hat, aber es ist eigentlich nicht cool, einfach eine Meinung, die
von intelligenten Leuten, von durchschnittlichen Leuten, von allen möglichen Menschen auf der Welt geteilt wird, die sich mit diesen Argumenten beschäftigt haben und die sagen, boah, ich finde einiges davon überzeugend. Natürlich haben die meisten Menschen diese Argumente gar nicht studiert, die glauben. Ne? Das gibt natürlich immer dann dagegen, das Gegenargument, das gebracht wird, muss es ja auch nicht. Muss nicht jeder sich damit beschäftigen. Die meisten haben sich auch nicht damit beschäftigt, welche Argumente es für alle möglichen alltäglichen Dinge gibt, die sie einfach als gegeben hinnehmen. Als wahr ansehen, weil wir einfach in einem bestimmten Kontext aufwachsen und wir nicht alles hinterfragen, was wir vielleicht sollten, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Kann wahrscheinlich nicht alles hinterfragen, was man so glaubt und vom Kind auch mitkriegt, aber manche Dinge sollte man sicher hinterfragen. Und manche beschäftigen sich damit und kommen zu dem einen Schluss, manche beschäftigen sich mit, kommen zu dem anderen Schluss, aber zu tun, als gäbe es das alles nicht. Und das wäre das alles so mal eben mit, wie er selber in einem Video sagte, irgendwie hat mal 10 Minuten YouTube-Videos gesehen und dann hat er, danach wusste er, dass all diese, was hier jetzt in 4 Stunden, 15 Minuten kurz präsentiert wird, nur ein kurzer Überblick. Geben wird das anschließend. Ja. Kann man machen. Ich weiß nicht, ob das so ganz rational ist. Ich weiß nicht, ob das so ganz fair ist. Müsst ihr selber entscheiden. Also der Trend geht in der Religionsphilosophie eigentlich momentan eher dahin, das kumulativ zu sehen. Ja, das heißt auch Atheisten, Naturalisten, die würden dann sagen, okay, die einen sind Naturalisten, die anderen sind Pantheisten oder was auch immer. Ne? Und dann guckt man sich einfach an, wir haben so viele Daten über diese Welt. Wir wissen, es gibt Bewusstsein, es gibt verschiedene Argumente, die hier vorgebracht werden. Es gibt Feintuning, es gibt das Böse in der Welt, es gibt Leid und all diese Dinge. Und wir gucken uns das alles an und wir versuchen so kommunikativ zu gucken, welches Framework erklärt all das, was wir haben, am besten. Ja, und dann versucht man Wahrscheinlichkeiten zu geben. Es gibt auch bestimmte Möglichkeiten, wie man das so einigermaßen machen kann. Mit Bayes, natürlich kann man das, mit Bayes-Wahrscheinlichkeiten kann man da zum Beispiel rangehen. Das ist ein Framework oder eine Möglichkeit, das zu ermitteln. Aber ich glaube, nicht mal Graham Oppy oder so würde sagen, einer, der ein sehr überzeugter Atheist ist und Philosoph, würde sagen, irgendwie, es gibt gar keinen Beleg für die Existenz Gottes. Also so eine Aussage würde einfach nicht aus seinem Mund kommen. Und ich glaube, er fände das auch ein bisschen peinlich, wenn Leute sowas sagen, ne, die sich dann selber als rational bezeichnen oder was auch immer. Ne, weil wenn jemand das sagt, dann müsste er widerlegen, dass die Wahrscheinlichkeit bei all diesen Fällen gleich null ist, dass es Gott gibt. Bei all diesen Fällen. Bei all diesen verschiedenen Argumenten, die man vorbringt, die zum Beispiel abduktiv arbeiten, müssen wir zeigen, dass das am Ende trotzdem bei einer Wahrscheinlichkeit von 0 oder nahe 0 rauskommt. Und solange die Wahrscheinlichkeit durch nur ein Argument nur um 1% erhöht wird, dass es vielleicht einen Gott gibt, ist es ja schon ein Beleg für die Existenz. Das ist zumindest ein Indiz dafür, dass es ihn gibt. Und dementsprechend finde ich das dann doch sehr, sehr fragwürdig, wenn man dann so tut, als gäbe es gar nichts. Es gäbe 0, 0,0, wie das Peter Fram gesagt hat. Und das Wort Glaube, wie es im Christentum zumindest verstanden wird, ist nicht, da geht es nicht um die Existenz Gottes, sondern da geht es darum, Gott zu vertrauen. Also hier nochmal zum Kontext. Der Peter Fram sagt, dass wir Gläubigen, wir haben kein Argument für Gott, wir wollen auch gar kein Argument für Gott, weil wir glauben einfach. Was ich jetzt hier erkläre, ist, dass das Wort Glaube im Griechischen, wie es in der Bibel verwendet wird, eigentlich mehr Vertrauen meint. Also es geht darum, Gott zu vertrauen. Und jetzt hört euch mal seine Antwort darauf an. Also, das ist auch geil, das ist die nächste Equivocation Fallacy, das heißt, Glaube heißt... Ja, das ist eine Equivocation Fallacy von ihm, eventuell, ne, würde ich jetzt nicht so streng sagen, weil manche Leute benutzen das Wort natürlich auch so, dass man Dinge glauben sollte ohne Belege, aber ja, es ist ja auf jeden Fall nicht richtig aus einer theologischen Perspektive. Das ist jetzt nicht Glaube an die Existenz Gottes, wie das aber, guckt euch alle Kommentarspalten aller Videos an, wirklich abläuft, sondern jetzt ist es auf einmal nur noch Vertrauen in Gott. Und ja, gibt's natürlich auch, aber deshalb werden die Leute ja nicht so stinkig, wenn man sagt, Gott existiert nicht, sondern sie werden stinkig, weil sie behaupten, doch, Gott existiert. Also, wenn man im Christentum von Glaube spricht, da meint man sowas wie, du hast gerade eine richtig schwierige Phase, du erlebst gerade ganz viel Leid in deinem Leben, aber du sollst trotzdem glauben, du sollst trotzdem vertrauen, dass Gott alles unter Kontrolle hat und dass er am Ende alles zum Guten bringen wird. Das ist mit Glaube gemeint. Es geht um Glaube nicht. Ja, du hast keine Ahnung, ob Gott existiert, aber du sollst trotzdem glauben. Ja, also das ist das, was ich sage. Das ist zumindest aus der theologischen Perspektive, was Glaube meint. Die Bibel ist eigentlich ziemlich eindeutig, dass es völlig in Ordnung ist, nach Gründen zu fragen. Nicht nur in Ordnung, sondern wir werden sogar ermutigt. Man wird auch ermutigt dazu, rationale Gründe zu geben dafür, warum man glaubt, also seinen Glauben rational zu verteidigen. All diese Aspekte sind ganz normal im christlichen Glauben, zumindest aus einer theologischen Perspektive. Praktisch wird das natürlich nicht immer so umgesetzt, vor allem in den letzten Jahrzehnten wurde das weniger gemacht. Aber wenn man speziell dann nochmal hier in Deutschland, dann war das auch nochmal anders. Aber das ist, worauf ich eigentlich hinaus wollte, wenn Leute sagen, oh, du musst
ich brauche kein Argument für mein Glauben, so wie Peter Pham kein Argument für seinen Atheismus, scheinbar braucht. Ich muss einfach glauben, ne, das ist falsch. Ne, lieber Christ, der das behauptet, wenn du das behauptest, ist es falsch. Und ein Atheist, der das Christen vorwirft, das ist auch falsch. Also ein Christ muss natürlich seinen Glauben belegen und auch dieses Argument von Bibel, dieses biblische Argument aus der Bibel, das hilft an der Stelle auch nicht, weil es eben Vertrauen macht. Das meint nicht Glauben. Aber ich persönlich verteidige ja, dass es Gründe gibt für Gott und dafür seine Existenz und so weiter und so fort. Das mache ich in diesem Video. Ich mache es am Ende, wo er nicht leider nicht drauf eingegangen ist. Und so weiter und so fort, etc. pp. Und deswegen bin ich irgendwie verwirrt, wie jetzt seine weitere Antwort ist. Absoluter Quatsch natürlich. Die meisten Leute, die an Gott glauben, glauben auch wirklich an die Existenz Gottes und dass er das Universum erschaffen hat und so weiter und so fort. Außer jetzt. Jetzt sagt er so, als würde ich sagen, also das würde ich sagen, die Leute sollen gar nicht glauben, dass er existiert, sie sollen ihm nur vertrauen. Hä? Diesen Unterschied zwischen an seine Existenz glauben und ihm vertrauen, den hat er jetzt aufgemacht. Ich habe es gar nicht aufgemacht. Ich habe nur gesagt, dass das Wort eigentlich dort meint in der Bibel. Oder was, wenn das Wort in der Bibel benutzt wird, wie es eigentlich zu verstehen ist. Es ist nicht zu verstehen im Sinne von Glaubdinge ohne irgendwelche Belege. Sondern wenn in der Bibel von Glauben gesprochen wird, dann ist damit gemeint, glaube Dinge, glaube an Gott, auch wenn du gerade durch eine schwierige Phase gehst. Auch wenn gerade alles dagegen spricht, so in deinem persönlichen Leben. Nicht in einem objektiven Sinne, sondern momentan gehst du durch viel Kacke, durch viel Leid. Vertraue Gott trotzdem. So, das ist das, was damit gemeint ist. So, dass das Ding von diesem auf dem Wasser gehen, wenn Petrus aus dem Boot rausgeht und auf Jesus schaut und auf dem Wasser geht, das ist Glaube. Er hat ja Gründe zu glauben. Also Petrus, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, da rennt Jesus über das Wasser und Petrus ist auch auf dem Boot und sagt, komm, ich will auch aufs Wasser gehen. Und dann geht Petrus auch auf dem Wasser und schaut Jesus an. Und durch Glauben kann er jetzt aus dem Wasser gehen. Aber er hat ja Gründe. Und zwar, er sieht, wie Jesus auf dem Wasser geht und wie Jesus ihm sagt, komm zu mir, du kannst auch auf dem Wasser laufen. Und dann bekommt er Zweifel und schaut von Jesus weg und guckt auf die Welt und dann geht er plötzlich wieder unter und Jesus zieht ihn raus. Ja, und das ist ein schönes Beispiel für dem, was mit Glaube gemeint ist. Nicht damit gemeint, Glaube, du kannst auf dem Wasser gehen, wenn du gar keinen Grund hast zu glauben, dass das möglich ist. Sondern hier siehst du, er hat ein Beispiel gesehen, wie es möglich war, wie Jesus es getan hat. Und er sollte ihm jetzt vertrauen. Er sollte Jesus seiner Aussage vertrauen, dass er zu ihm einfach aus Wasser kommen kann und dass es klappen wird. Darum ging es bei diesem Glauben. Es ging nicht darum, keinen Grund zu haben, keinen rationalen Grund zu haben, das zu tun, was er in dem Moment getan hat. Ja, ich hoffe, der Punkt ist jetzt deutlich geworden, weil scheinbar hatte er ihn damals irgendwie nicht richtig verstanden. Sie das Ganze ein bisschen differenzierter sehen und dann vielleicht ein bisschen mehr in Richtung, ja, irgendeine Energie und so weiter, bin ich auch kein Fan von, aber habe ich natürlich wesentlich weniger Probleme mit, als mit diesem blinden Aberglauben. Manche Leute haben das in der Vergangenheit manchmal so benutzt, aber das ist eigentlich nicht die traditionelle Auslegung von diesem Begriff, wie er in der Bibel verwendet wird. Und wenn das so wäre, wie er sagt, dass es nur so ein bisschen Gottvertrauen ist, ja, dann gibt es ja gar keine Diskussion. Dann würden ja alle Theisten sagen, ja, aber wirklich existiert, weiß natürlich kein Mensch, aber ich habe... aber darum ging es ja überhaupt nicht, ne? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ne? Es geht darum, zu glauben und zu vertrauen, aber es geht nicht darum, dass man keine Gründe für seine Existenz vorbringen soll oder dass man nicht glauben soll, dass er... Also es klingt gerade fast, als würde er sagen, dass ich meine, dass ich nicht glaube, dass er existiert, aber ich vertraue ihm halt irgendwie trotzdem oder so. So, ist auch nicht, was das genau an das funktionieren soll, aber irgendwie so in Richtung klingt das gerade, sogar wie er das sagt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es das ist, was er meint, aber definitiv geht er nicht auf das ein, was ich gesagt habe. Ich habe da Vertrauen zu. Mir hilft das, dieses Gottvertrauen. Aber ob der wirklich existiert, ja, keine Ahnung. Ja, aber so laufen ja kaum Diskussionen ab, das gibt es ja praktisch nie so. Wenn die Theisten überwiegend so wären, dann gäbe es keine Diskussion mit Atheisten die ganze Zeit. Denn als Atheist regst du dich ja nur über Leute auf, die dauernd behaupten, sie wüssten irgendwas, was gar nicht zu wissen ist im Moment. Und auch etymologisch, so nennt man die Forschung über die Wortherkunft. Ich glaube, da drehen wir uns im Kreis, da brauchen wir jetzt nicht weiter drüber reden. Also, um das nochmal abschließend zu sagen, es geht nicht darum, dass man keine Belege für den Glauben braucht. Es geht nicht darum, dass man nicht glauben soll, dass er wirklich existiert, sondern man hat nur so irgendwie so ein Vertrauen oder so. Und es geht darum, dass wenn jemand sagt, ich brauche keine Belege, weil ich glaube einfach, oder du sollst einfach glauben, du brauchst keine Belege dafür, dann benutzt er das Wort Glaube nicht so, wie es theologisch korrekt wäre. Er benutzt das Wort nicht so, wie es im Neuen Testament verwendet wird. Existenz Gottes bedeutet, sondern nur Vertrauen in Gott oder Vertrauen darauf, dass Gott gut ist. Aber wie will ich denn Gott vertrauen haben oder darauf vertrauen, dass Gott gut ist, ohne dran zu glauben, dass er existiert? Ja, das ist ja genau das, was ich gerade eben gesagt habe. Ich habe nie behauptet, dass man nicht glauben soll, dass er nicht existiert. Ich habe auch nie gesagt, dass man dafür keine Argumente oder Gründe haben sollte. Deswegen weiß ich nicht, warum er dieses Ding aufmacht. Ich verstehe es wirklich nicht. Das ist wirklich, weil
fast jeden Punkt, den ich hier von ihm raushole, ne, wo er mal irgendwas sagt, was mit dem zu tun hat, was ich sage, da sagt er irgendwelche Sachen, die ich einfach nicht gesagt habe und um die es mir auch nicht ging. Oder er benutzt wie in dem Beispiel der Analogie Sachen, kreiert eine neue Analogie, die denselben Punkt deutlich macht, den ich schon deutlich gemacht habe. Deswegen keine Ahnung, wie er jetzt darauf kommt, dass ich auf einmal der Meinung wäre, man müsste nicht glauben, dass es einen Gott gibt oder so. Keine Ahnung, es ist mir unerklärlich, wie er das jetzt da raushören konnte aus meiner Aussage. Aber jetzt kommt noch ein bisschen was Interessantes. Jetzt spricht er hier ein bisschen über das Argument vom Evil, ne, das Argument da vorher des Leides, ne, oder die Theodizee-Frage, nennen wir das ja auch. Und da kommen wir jetzt auch noch kurz mal zu und können ein paar Sachen noch dazu sagen. Ja, totaler Quatsch natürlich. Du musst ja als Basis erstmal dran glauben, sonst kannst du auch nicht drauf vertrauen. Auch in schwierigen Lagen, in schwierigen Situationen, das ist das, was der Begriff Glaube eigentlich meint. Das ist auch der, wie ich ihn in meinem Leben in den meisten Predigten gehört habe, verwendet habe, so wie, wenn ich die Bibel lese, er eigentlich dort immer verwendet wird und gemeint ist. Und ja, also hier geht es immer noch darum, Glaube als Vertrauen, nicht Glaube als Glaube ohne Belege irgendetwas. Ne? Das ist nicht wie der Begriff Glaube in der Bibel gemeint. Dieser Gedanke von, ja, man muss irgendwas glauben, obwohl es keine Hinweise darauf gibt. Es geht mehr darum, du musst glauben, dass Gott gut ist. Ja, du musst darauf vertrauen, dass die Aliens gut sind. Gut, an deren Existenz musst du gar nicht glauben, aber du musst darauf vertrauen. Ich habe nicht gesagt, dass man nicht an die Existenz glauben muss. Keine Ahnung, wie er da jetzt wieder drauf kommt. Und dass sie gut sind. Jetzt. Oder wieso er immer noch darauf rumreitet. Ich habe es nie gesagt, Peter. Rede über das, was ich gesagt habe. Hör mir zu. Das ist wieder derselbe Punkt die ganze Zeit. Hör mir zu, geh auf das ein, was ich sage und mach nicht deine eigenen Gedankenspielchen da auf. Oh, ein Quatsch. Und dieser Quatsch von wegen Gott ist gut und gerecht und allgütig, das lässt sich halt in der Studentenbude mit Fußbodenheizung immer ganz nett sagen. Aber dann muss man halt alles Mögliche auf diesem Planeten ausblenden. Oder man rationalisiert sich halt irgendwie chaotisch zurecht mit, ja, aber was wäre denn sonst mit dem freien Willen? Und Gott kann ja nicht einfach so eingreifen und bla bla bla. Und Gottes Wege sind unergründlich. Ja, bla bla bla. Freier Wille ist dann bla bla bla. Freier Wille ist ja gar nicht wichtig. Spielt ja keine Rolle. Er sagt wirklich bla 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 auf die Free Will Defense. Ne? Ob er die wirklich je sich, also von der intellektuellen Seite, sich je mit der Free Will Defense beschäftigt hat, keine Ahnung. Aber ich kann dir sagen, dass auch die meisten atheistischen Philosophen sagen, dass das logische Problem des Bösen eigentlich sich erledigt hat. Also dass man sagen kann, Gott kann es nicht geben, also einen guten Gott kann es nicht geben, weil es so viel gibt. Die meisten gehen auch da wieder abduktiv vor. Die meisten sagen, ja, ähnlich, wenn das jetzt wieder ein Argument vom Ignorance, von den Atheisten in dem Fall, aus deiner Sicht, ich sage das nicht, wenn ich das mir das wieder vorwirft, aber, weil ich weiß nicht, ob er manchmal meinen Sarkasmus versteht, die meisten atheistischen Philosophen würden sagen, aus einer abduktiven Sicht kann es keinen guten Gott geben, weil es zu viel Leid gibt. Das Ausmaß an Leid auf der Welt ist so groß, dass es keinen guten Gott geben kann. Und dann gibt es noch den zweiten Punkt, den ich hier anspreche, das sind dann Skeptical Theism, also skeptischer Theismus, das ist Gottes Wege sind unergründlich, also die Idee, dass wir nicht alles verstehen können, was Gott macht und warum Gott die Dinge macht, wie er macht. Und ja, also ich verstehe, dass man das einfach als Ausrede benutzen kann für alles Mögliche und als Ausweg, aber auf der anderen Seite wäre es ja auch praktisch korrekt, also ich habe mal ganz kurz angenommen, es gäbe einen Gott, der allmächtig, allwissend ist und irgendwelche Pläne hat. Glaubst du wirklich, dass du als Mensch in der Lage wärst, das alles nachzuvollziehen? Oder kämen dir manche Dinge einfach ganz komisch vor, wenn es so einen Gott gäbe? Ja, also angenommen, es gibt Gott. Glaubst du, du würdest alle seine Handlungen nachvollziehen können? Ich denke, die allermeisten Menschen würden sagen, nee, können wir nicht alle seine Handlungen nachvollziehen. Und ich glaube, es ist auch komplett rational und demütig, das einzusehen, dass wenn es einen Gott gäbe, wir nicht alle seine Handlungen verstehen können. Und dass sicherlich auch viele Dinge auf der Welt passieren würden, die wir nicht verstehen, warum Gott sie so macht oder gemacht hat oder zulässt. Das ist natürlich leicht, sich ja darauf allein auszuruhen, aber es gibt ja auch haufenweise Theorien. Es gibt Bücher, wo es um den Holocaust und all die schrecklichen Dinge, die auf der Welt passiert sind, geht und man versucht zu erklären, rein rational, warum könnte Gott sowas zugelassen haben. Kann ich jetzt natürlich jetzt nicht alles, auch mal wieder ein eigenes Video zu machen. Ich habe da, glaube ich, auch schon mit manchen Leuten natürlich diskutiert in einigen der Streams, in denen ich war. In meiner Meinung gibt es ganz gute und vernünftige Argumente. Letzten Endes ist es aber eine Frage, die in meinen Augen sekundär ist, weil wir eben es nicht genau wissen können. Ja, also wir wissen weder, wie viel Leid gibt es wirklich in der Gesamtheit der Realität,
wie viel ist Leid und wie viel ist Freude in der Gesamtheit der Realität. Das können wir nicht messen, weil wir ja nur einen winzigen Ausschnitt haben von der Realität. Und deswegen haben wir auch keinen wirklichen Maßstab, um jetzt zu argumentieren, es ist viel zu viel Leid. Ne? Also das persönlich finde ich deswegen immer nicht so richtig überzeugend. Ich finde es auch sehr schwierig zu messen, wann es zu viel Leid ist und wann es zu wenig Leid ist, damit es ein Gott zulässt. Aber es gibt natürlich gute Gründe, die ein Gott haben könnte, Leid allgemein zuzulassen. Also, dass es Leid auf der Welt gibt, ist nicht komplett überraschend. Man kann schon sich gute Gründe theodizeen überlegen, warum es Leid geben könnte. Ein Beispiel ist zum Beispiel für die Charakterentwicklung. Oder ein anderes Beispiel ist, um bestimmte Werte hervorzubringen, die es ohne Leid nicht gibt, wie zum Beispiel Mut. Mut kann es nur dann geben, wenn es auch Gefahr gibt. Und Gefahr beinhaltet auch Leid. Also es gibt auch tausende andere Antworten, die man darauf geben kann. Und sicherlich kann man jetzt nicht jedes einzelne spezifische, vor allem kann ich jetzt nicht, wenn jemand persönlich Leid erlebt hat oder jemanden kennt, der Leid erlebt hat, kann ich ihm jetzt nicht sagen, warum er Leid erlebt hat. Und das will ich auch gar nicht. So, und kann ich Mitleid haben, kann ich empathisch sein, zuhören, Verständnis zeigen, gucken, ob ich praktisch helfen kann. Ich habe jetzt nicht als Aufgabe von einzelnen Leuten denen zu erklären, warum sie spezifisch Leid erlebt haben. Und das wüsste ich auch gar nicht, da müsste ich lügen. Warum es allgemein Leid auf der Welt gibt, da gibt es Gründe, die man angeben kann, die durchaus plausibel sind. Ob das Gesamtmaß von einem Leid, das auf der Welt existiert, viel zu groß ist, um damit ein guter Gott existieren könnte oder der Schöpfer sein könnte. Da bin ich sehr, sehr skeptisch. Und allgemein empfinde ich nicht, dass das Leid dermaßen groß ist. Also das schockiert dann auch manchmal, wenn ich das sage, aber ich denke, dass die Welt überwiegend gut ist. Es gibt Leid, es gibt auch schreckliches Leid, das will ich nicht kleinreden, dieses Leid, aber es gibt auch unglaublich viel Gutes und das darf man auch nicht vergessen, wie schön es auf der Welt zu sein ist. Und das sehen die meisten Menschen, sogar in armen Ländern überall auf der Welt, die meisten haben jetzt nicht ständig suizidale Gedanken und denken, dass es besser wäre, nicht zu existieren. Sondern die meisten denken, ja, es ist auch die meisten Atheisten, die leiden wollen, kein Selbstmord begehen. Also die nicht glauben, dass da irgendwie nach dem Tod vielleicht dann was Schlimmes passiert, wenn sie jetzt sterben oder es da noch schlimmer werden könnte oder so. Also die meisten Atheisten finden das Leben auf der Welt so gut zumindest, dass sie selber gerne hier existieren und nicht verpuffen wollen ins Nichts oder was auch immer sie denken, was nach dem Tod wahrscheinlich passiert. So deswegen denke ich, im Großen und Ganzen ist die Welt eher gut als schlecht. Und aus christlicher Perspektive wird sie irgendwann perfekt. Also irgendwann, die Welt läuft darauf hinaus, dass sie irgendwann perfekt ist und dass alles Leid irgendwann vergehen wird. Und deswegen ist es sowieso auf lange Sicht, dann hat sich aus christlicher Perspektive dieses Problem eh erledigt. Also aus einer zeitlichen Perspektive heraus. Ja, also da so viel dazu zu dem Thema des Leides. Jetzt gleich kommen noch ein paar sehr viele andere spannende und auch teilweise sehr witzige Punkte. Quatsch. Und ich persönlich, was glaube ich denn? Glaube ich, dass Gott nicht existiert? Ich glaube eher, dass kein Gott existiert, aber weiß ich natürlich auch. Also da brauchst du zumindest dafür Belege, wenn du das eher denkst. Na gut, das ist erstmal nur deine Psyche wieder. Ja, denken. Ich denke halt, dass es Gott gibt. Und du denkst, es nicht gibt, dann ist es unsere Psyche. Aber wenn das deine Position ist, es gibt wahrscheinlich keinen Gott, oder es ist eher wahrscheinlich, dass es keinen Gott gibt, dann musst du Belege dazu anführen oder Argumente oder irgendwas. Aber erste Ansicht, aber auch nicht mal ein Argument, aber auch gar nichts, um diese Position zu haben. Interessant. Auch nicht, ist mir auch wurscht, werde ich auch nicht rausfinden, beschäftigt mich auch nicht, sondern wenn, muss halt die Wissenschaft irgendwas liefern. Und wenn irgendwas in der Richtung. Ja, die Wissenschaft muss etwas liefern. Die Wissenschaft muss etwas liefern. Das ist keine wissenschaftliche Frage, zumindest in den meisten Definitionen von Wissenschaft nicht. Also wie kann die Wissenschaft einen Beweis für Gott liefern? Soll sie Gott finden im Mikroskop oder? Also rein prinzipiell, das ist eine Frage der Epistemologie, also die Frage nach, wie kann man Dinge wissen? Und die Idee, dass man jetzt einen wissenschaftlichen Beweis für Gott braucht, ist doch schon in sich dämlich. Das ist halt, sag, gib mir einen wissenschaftlichen Beweis für Naturgesetze. Zeig mir das, gib mir ein Experiment, das beweist, dass es Naturgesetze gibt. Schwachsinn, kann man nicht. Das ist eine philosophische Inferenz, die wir haben. Ja, wir schlussfolgern, dass es Naturgesetze gibt. Und wir können das nicht in einem Experiment zeigen, wir können nicht irgendwie unter das Mikroskop gehen oder whatever. Ne? Mein lieber Peter, also diese Idee, ja, die Wissenschaft muss liefern. Die Wissenschaft muss irgendwie auf Gott produzieren oder so. Das ist ein sehr, sehr verengtes Weltbild, das du hast. Ich könnte jetzt auch noch gemeinsam fragen, was ist denn Wissenschaft? Ne? Und dann könnte ich dich befeuern mit Leuten wie Thomas Kuhn oder Paul Feierabend und dir zeigen, dass du keinerlei kohärente, einheitliche Definition von der Mittleren Wissenschaft hast. Aber das lassen wir hier, weil das wäre jetzt nochmal ein anderes Thema aufmachen.
Richtung geliefert wird, dann höre ich mir das natürlich an. Aber bis dahin ist das, wie ich schon ein paar Mal erwähnt habe, absolut kein Element in meinem Leben. Außer ich muss mich hier mit sowas beschäftigen oder will mich mal mit sowas beschäftigen. Ja, es ist tatsächlich die Frage nach. Ja, also ich stimme dir zu. Also wenn du keine Lust hast, darüber zu reden, dann musst du es auch nicht verteidigen. Aber in dem Moment, wo du halt in so eine Diskussion eintrittst, wenn du Videos drüber machst, dann hast du halt eine Bringschuld. Dann musst du Argumente vorlegen. Ja? Punkt aus Ende. Ich muss auch Argumente dafür bringen, dass es den Yeti nicht gibt. Und das ist nicht zu schwierig. Es ist nicht zu schwierig, dafür zu argumentieren, dass es den Yeti nicht gibt. Wenn dir das schwerfällt, dann tut mir das wirklich leid, Peter. Ich habe wirklich Mitleid. Wenn du nicht in der Lage wärst, ich glaube, du wärst dazu in der Lage, aber wenn du nicht dazu in der Lage wärst, dafür zu argumentieren, dass es den Yeti nicht gibt. Aber natürlich müssen wir das nicht machen. Nicht, weil wir keine Bringschuld haben, sondern einfach, weil uns die Diskussion am A vorbeigeht und wir deshalb einfach mit den Leuten darüber diskutieren. Ja? Aber wenn du halt in die Diskussion eintrittst, dann bring bitte auch Argumente und das ist das, was du tust. Und wenn man dich dann darauf hinweist, dass du ihre Rhetorik bringst und keine Argumente, dann heißt es, ich bin wieder warm, ich brauche keine Argumente. Nach hat das Universum eine Bedeutung. Ja, manche sagen ja, ich glaube, da geht er gleich auch noch drauf ein, auf das Thema Beweislast. Ne? Manche sagen, wenn du was behauptest, dann musst du auch beweisen, dass das, was du sagst, stimmt. Das stimmt aber nicht immer. Das stimmt nicht immer. Ganz verrücktes Konzept. Ja, jetzt wird's wild, jetzt geht's los, jetzt versucht er die Beweislast umzukehren, wie das fast alle Theisten im Laufe der Diskussion versuchen, weil du ja... Nope, werde ich nicht. Aber mal gucken, was jetzt nochmal der Peter dazu zu sagen hat. Wie gesagt, als Atheist einfach nur sagen musst oder fragen musst, hast du Beweise? Und dann kommt rumgestammelt und ja, aber nee, aber ja, aber nee. Und dann wird versucht, hier drum rum zu labern und da ein bisschen Mentalgymnastik, nur um ständig dieser Frage auszuweichen. Der einzigen Frage, die... Nein, ich gehe voll auf die Frage ein. Ich präsentiere Argumente für die Existenz Gottes. Mein ganzes Video geht auf die Fragen und die Argumente ein, die er vorbringt. Oder Nicht-Argumente. Also hier wird niemand, druckst niemand rum. Hier wird nicht um irgendeine Frage aus. Ja, und wie gesagt, wenn ihr nochmal eine Debatte haben, wo ich ganz konkret Argumente anwende, im 1:1 auswertet. Ich habe schon Debatten auf meinem Kanal, aber mal so eine richtig formelle Debatte. Debatten-TV, 14.01.22:30 Uhr. Müsst ihr wissen. Ja, ihr könnt das uns auch nochmal bei Debatten-TV nachgucken vorher, wann genau die Uhrzeit war. Die nötig ist, und zwar hast du Beweise, weil es ja dann wieder nach 12 Sekunden vorbei wäre, weil der Theist sagen müsste, nee, natürlich habe ich keine Beweise. Und dann sagt der Atheist natürlich, ja gut, dann sind es ja nur überhaupt... Beweise ist immer ein hartes Wort. Also Beweise gibt es, je nachdem wie du Beweise definierst, für fast gar nichts. Auch in der Wissenschaft redet man eigentlich in der Regel nicht von Beweisen, sondern redet von Belegen. Und es gibt Belege für die Existenz Gottes. Du magst sie nicht akzeptieren, wir können darüber diskutieren. Wir können die komplett ausdiskutieren, gar keine Frage. Können wir uns hinsetzen und setzen uns am Tisch, diskutieren über bestimmte Belege für die Existenz Gottes. Und dann bringe ich die Argumente und du bringst Gegenargumente, du bringst Argumente gegen Gott und so weiter und so fort. Und dann können wir über alles diskutieren. Beweise, was du damit meinst. Also soll ich ein Experiment machen und dann ist das Ergebnis am Ende, oh, das war natürlich. Das ist ja unsinnig. Ne? Also ich weiß nicht, ob es das ist, was er erwartet, aber es klingt zwischendurch so. Wie halt Aliens und Loch Ness. Hier ist eine Studie, die ist in einem Journal erschienen. Wenn jetzt eine Studie rauskommt, wenn eine peer-reviewed Studie, sagen wir, es gibt Gott. Würdest du es dann glauben? Also ich nicht. Also für mich wäre das nicht überzeugend. Würdest du von vornherein nicht skeptisch gehen, was für eine Studie soll das denn sein, würde ich denken. Und so weiter. Also next. Und das will der Theist natürlich nicht, weil es halt sein Weltbild ist. Der will dann nicht einfach hören, ja, next. Und dann wird eben... Wir alle haben unsere Weltbilder. Und wenn du Naturalist bist oder an Dinge, die Gott nicht glauben willst, dann kannst du genauso gut auch ein Bias gegen die Existenz Gottes haben. Das ist keine Einbahnstraße, lieber Peter. Drumherum geschwafelt und eine beliebte Taktik ist eben Shifting the Burden of Proof, das heißt die Beweislastumkehr. Was jemand zum Beispiel tut, wenn er behauptet, er braucht keine Argumente für seine Position. Was ist dann Shifting the Burden of Proof, Peter? Ja, beweist du mir doch, dass Loch Ness nicht existiert und dass Aliens nicht existieren und bla bla bla, was totaler Quatsch ist. Weil wenn du das... Jetzt stellen wir uns mal ganz kurz vor, jemand würde Bilder und alles mögliche rauskramen und Zeugen und sagen zum Thema Loch Ness Monster. Und jemand anders würde sagen, naja, überzeugt mich nicht. Erklärt auch nicht, warum es sie nicht überzeugt. Einfach überzeugt mich nicht, sind alles Fehlschlüsse und Bullshit. Und sagt, und ich brauche keine Argumente für meine Position. Das wäre nicht rational. Das ist einfach nicht eine rationale Herangehensweise an das Thema. Du kannst sagen, ich will mich damit nicht beschäftigen. Ist okay. Ja, du sagst, ich habe anderes zu tun. Ich denke zwar eher nicht, dass es so ist, aber ich habe einfach keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Okay,
dann sagst du halt, dass du keine Lust hast, dich damit zu beschäftigen, dann fang aber keine Diskussion an. Ja, aber genauso, wenn jetzt jemand sagt, oh, du sagst, die Erde ist rund, bin ich skeptisch. Ich mache ja keine Aussage. Ich sage einfach nur, ich bin skeptisch. Ich bin nicht überzeugt davon, dass die Erde rund ist. Übrigens, das ist nicht meine Position. Ja, lieber Peter. Ja, das ist Sarkasmus. Ich bin skeptisch. Ich bin einfach Globus-Skeptiker. Ja, und wenn du dann dir Bilder von der NASA zeigst und wenn du irgendwelche Argumente über die Sternbewegung machst, so, ja, überzeugt mich nicht. Fehlschlüsse, nur Fehlschlüsse. Bring einen Beweis. Bring einen Beweis. Hast du keinen Beweis, dann nö, ich bin skeptisch. So, und das ist ungefähr dem Niveau, auf dem wir uns hier bewegen. So, ne? Ja, aber gut. Was soll ich da groß dazu sagen? Ja, es gibt halt einfach keine Belege. Und alles, was, wenn jemand ein Argument vorbringt, dann wird gesagt, ja, das ist ein Fehlschluss. Man zeigt nicht, dass, wo der Fehlschluss liegt und wo er genau ist. Man will es dann nicht weiter, jetzt weiter zu diskutieren. Ja, das ist ein Fehlschluss. Google ist, das sagt er zwischendurch sogar noch. Google ist einfach. Konsequent durchziehen würdest, wenn du sagst, immer derjenige, der eine Behauptung aufstellt, der muss die auch beweisen. Wenn das immer deine Voraussetzung wäre, dann müsstest du, dann wärst du ein Solipsist, nennt man das. Das heißt, du würdest nur glauben, dass du existierst, weil alle müssten dir erstmal beweisen, dass irgendwas anderes existiert, außer du selbst. Ja, da geht das Geschwafel los. Was ein Quatsch, es muss mir. Also das, was ich hier darstelle, ist kein Geschwafel, das ist ganz rein logisch, weil ich kann, wenn ich Solipsist wäre, dann würde ich sagen, nur ich existiere, alles andere existiert nicht. Und wenn ich sagen würde, alles andere glaube ich erstmal nicht, bis mir jemand anders das bewiesen hat, dann ist das Problem, keiner kann mir das beweisen, dass irgendwas anderes außer mir selbst existiert. Ich habe meine eigenen Erlebnisse, ich habe meine eigenen Erfahrungen, ich habe meine eigenen Gefühle, ich habe meine eigenen Gedanken, aber vielleicht ist alles andere drumherum eine Illusion, vielleicht bilde ich mir das ein. Vielleicht bin ich Gott und träume einfach gerne, habe mich schon selber in Trance gesetzt und träume. Ich kann es nicht wissen. So, und meiner Meinung nach ist Solipsismus aber eine irrationale Position, weil ich bin da eher auf der Seite von Michael Thumer, ne, der auch Atheist ist, nebenbei erwähnt, aber er sagt, wenn wir intuitiv erst etwas für wahr halten, dann sind wir berechtigt, das zu glauben, bis jemand ein vernünftiges Gegenargument bringt, bis jemand uns irgendwie davon überzeugt, dass es vielleicht doch Quatsch ist oder ein anderer. Undercutting, Defeater oder was auch immer hat, ne? Was es so in der Logik alles gibt. Und dann kann ich es anzeigen. Aber erstmal gehe ich davon aus, dass die Dinge so sind, wie sie mir erscheinen. Seemings, sagt der Benutzmann da auch. Man spricht von Seemings. Ne? Mir erscheint es so, als gäbe es eine externe Welt. Und deswegen gehe ich auch erstmal davon aus, dass es eine externe Welt gibt, solange ich keine Gegenargumente habe. Und deswegen kann dieses Konzept von der eine andere Aussage macht, der muss immer muss man erst, geht man davon aus, dass die Dinge nicht so sind und dann, also dieser übertriebener Skeptizismus, der funktioniert nicht, der landet am Ende im Solipsismus. Und das ist das, worauf ich deutlich, was ich hier deutlich machen wollte. Ich muss aber sagen, ich habe es nicht ganz perfekt ausgedacht hier an dieser Stelle. Aber das ist das, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Hier keiner beweisen, dass ich jetzt hier ein Mikro vor mir habe und vor meinem PC sitze. Ja, theoretisch kann sein, dass alles die Matrix ist, wir träumen es alles nur und bla bla bla. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich hier auf meinem Stuhl sitze. Und hä? Wieso? Wieso gehst du jetzt einfach davon aus? Das ist Intuition. Das ist auch das, wo ich später darauf eingehe. Das ist einfach zu sagen, ich habe eine Intuition. Ja, ich habe eine Intuition. Die Intuition ist, die externe Welt existiert. Und da teilt er meine Meinung. Er ist ein Stück bezogen in diesem Punkt eigentlich. Er merkt es nicht, aber das ist genau das, was ich versuche, ihm deutlich zu machen. Wir haben bestimmte Intuitionen. Und meine Intuition ist nicht, wie er das so darstellt, dass es Gott gibt. Meine Intuition ist, dass die Welt um uns herum sinnhaft ist. Da kommen wir, glaube ich, gleich noch zu. Und gerade dieses Video mache. Das heißt, nein, mir muss hier keiner beweisen, dass ich ein Mensch auf dem Planeten Erde bin. Und es muss mir auch keiner beweisen, dass mein Auto draußen mir gehört und so weiter und so weiter. Aber wenn jetzt natürlich jemand mit einer völlig wilden Behauptung um die Ecke kommt, wie zum Beispiel, dein Auto kann fliegen, mein Auto kann fliegen, es existieren Weihnachtsmänner und Feen und Götter, dann ist natürlich automatisch immer die Beweislast beim Behauptenden. Weil sonst müsstest du ja jeden Quatsch glauben. Ja, sonst müsstest du ja praktisch jedem Affen. Ja, das stimmt nicht. Also es gibt ganz weirde Behauptungen, zum Beispiel die Behauptung, dass Wellen und dass Elektronen gleichzeitig Wellen und Teilchen sind oder beziehungsweise, dass es von dem Beobachter abhängig ist, ob es eine Welle oder ein Teilchen ist. Das ist eine total weirde Behauptung, das ist Quantenmechanik. Kann ich jetzt auch nicht im Detail erklären, wie es funktioniert, aber es ist total weird. Aber deswegen ist es auch nicht falsch, solange mir jemand das Gegenteil beweist und ob ich das verstehe oder nicht oder was auch immer. So funktioniert das nicht. Das kann natürlich trotzdem richtig sein. So, ne? Und ich gehe auch nicht davon aus, dass es falsch ist,
bis mir das Gegenteil wissen wurde, ist, ich sage einfach, ich weiß es nicht. Ja, könnte sein, dass das, was du sagst, stimmt mit dieser Quantenmechanik. Das ist übrigens nicht meine Position. Ich denke, es stimmt. Also das, ich glaube daran, dass das stimmt mit der Quantenmechanik, nicht, dass das wieder. Das ist wieder nur ein Beispiel. Aber jetzt angenommen, ich wüsste es nicht und ich hätte dazu keine Ahnung, hätte dazu noch nie mir irgendwas angeguckt, dann würde ich denken, keine Ahnung, vielleicht ist das so, vielleicht ist das nicht so. Ich müsste mir die Argumente anhören. Aber wenn ich keine Lust habe, was zu machen, dann sage ich einfach, ja, ich könnte es das machen. Oder ich sage einfach, ich gehe einfach mit dem Konsens, ich gehe mit dem, mit was die Mehrheit sagt. Das kann ich aus pragmatischen Gründen machen, ja. Aber wenn ich in die Diskussion trete, dann kann ich es nicht mehr machen. Wenn ich jetzt anfange zu sagen, nee, aber das mit der Quantenmechanik ist Bullshit. Das mit dieser Wellchen, Teilchen-Welle-Dualismus, das ist alles Bullshit. Dann muss ich da aber auch Argumente bringen. Dann kann ich nicht einfach sagen, ja, nee, ich brauche kein Argument. Das musst du dann alles belegen. Und ich kann immer sagen, finde ich jetzt irgendwie ein Fehlschluss. Das könnte auch irgendwie anders sein. Das könnte ich auch dann in dem Teil wieder sehr gut machen, weil ich ja, brauche da so winzig kleine Geräte, um das zu messen. Wer weiß, vielleicht sind das auch einfach systematische Fehler und blablabla. Und das ist alles ein Fehlschluss. Das kann man doch gar nicht daraus schlussfolgern und so weiter und so fort. Kann ich sagen. Ne? Das ist aber nicht rational. Ich muss mich dann schon wirklich mit den Argumenten beschäftigen, muss dann wirklich drauf eingehen und sagen, okay, hier wäre ein Fehlschuss. Gibt da gar keinen Fehlschuss in meinen Augen. Aber hier wäre ein Fehlschuss und deswegen ist es irrational. Es reicht nicht einfach zu behaupten, da sind Fehlschlüsse und das ist alles Quatsch und alles Bullshit. Der irgendwas behauptet, so ziemlich alles glauben. Achtung, kleines Beispiel. So wie zum Beispiel zu behaupten, es gibt gar keine Belege für Gott. Das sollte man auch nicht einfach glauben, oder? Mein Name ist Peter Frahm, aber eigentlich bin ich Jesus. Ich bin der auferstandene Jesus. Und wenn du mir jetzt nicht das Gegenteil beweisen kannst, wenn du jetzt nicht beweisen kannst, dass ich nicht Jesus bin, dass ich Quatsch rede, dann stimmt's. Ja, so ein Quatsch. Das heißt, wenn ich jetzt auf den Trichter komme, in den nächsten Tagen und Wochen zu behaupten, ich wäre auferstanden, ich wäre Jesus, dann habe ich da überraschenderweise die Beweispflicht für. Ja, sonst müsstest du ja mehr oder weniger. Ja, natürlich hast du eine Beweispflicht. Ja, und jemand, der sagt, du bist nicht Jesus, hat auch eine Beweispflicht. Und derjenige, der die Beweislast shiftet, the shifting burden of proof, ist in dem Fall, wenn ich sage, ich habe gar keine mehr und du musst alles beweisen. Du musst beweisen, dass du es bist und du musst widerlegen, dass du es nicht bist. Oder wie auch immer, du musst widerlegen, dass du es nicht bist. Was auch immer. So, aber dass jeder hat einen Beweis, dass wenn ich mit dir in eine Diskussion darüber komme, dass du Jesus bist, dann würde ich in der Diskussion gewinnen, würde Argumente bringen. Die wären natürlich von der Natur her anders. Ich würde nicht dieselben Argumente bringen, wie du bringst, irgendwie in einer umgedrehten Weise. Ich würde anders argumentieren und sagen, nee, du kannst Jesus nicht sein. Dann würde ich darüber argumentieren, wie wird Jesus in der allgemeinen Kultur verstanden, wer das ist. Dann würde ich darüber argumentieren, was wir über Jesus wissen und das, was wir über dich wissen und dass die Sachen nicht zusammenpassen und dass du deswegen mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht Jesus bist. Und das wäre ein sehr plausibles Argument. Ich würde auf die beste Erklärung schließen. Und zwar, dass du einfach nur behauptest, es Jesus zu sein, es nicht wirklich bist. Und das ist nicht schwer. Das ist halt, ähnlich kann ich argumentieren beim Yeti, ähnlich kann ich argumentieren bei der Zahnfee, beim Weihnachten und so weiter und so fort. Das ist nicht so kompliziert, diese Argumente vorzubringen. Das ist nicht schwierig. Und ich kann das machen. Du kannst aber über Gott argumentieren und dann wirst du merken, da ist es nicht so leicht, diese Diskussion zu gewinnen. Und deswegen gehe ich auch raus und diskutiere mit Leuten darüber. Und gewinne natürlich jede Debatte. Weniger jedem Alien entführten Glauben und jedem Zeugen von Kobolden und Wundern und so weiter. Aber so läuft das natürlich nicht. So macht er das hier auch in keinem anderen Lebensbereich. Natürlich vor Gericht wird das nicht so laufen, in der Wissenschaft wird das nicht so laufen. Das heißt, man braucht ja immer... Vor Gericht ist nochmal da geht es um den pragmatischen Fall, dass wir nicht zu viel Macht dem Staat geben wollen oder zu viel Macht dem Ankläger geben wollen. Aber es gibt auch Fälle, wo es genau umgekehrt ist, zum Beispiel... In der Pharmaindustrie, zumindest sollte es eigentlich so sein, ist in letzter Zeit nicht mehr unbedingt immer so gewesen, aber eigentlich ist da ein neues Medikament, eine neue Behandlungsmethode, ist eigentlich umgekehrt. Da bist du schuldig, bis du unschuldig gesprochen wurdest. Ja, also eine neue Behandlungsmethode muss sich erst bewähren. Also auch da merkt man sogar im pragmatischen Bereich ist es auch nicht immer so, wie er es sagt. Da gibt es auch Fälle, wo es genau umgekehrt ist, wo wir erst skeptisch sind und sagen, du bist schuldig, du bist es nicht und aber halt vor Gericht ist es umgekehrt, das angeht erstmal, du bist unschuldig. Und das hat beides pragmatische Gründe, weshalb wir das machen. Das hat aber nichts mit der Wahrheitssuche zu tun. An der Wahrheitssuche gibt es das nicht. Da hat einfach jeder seine Belege und seine Argumente und jeder muss einfach das auf den Tisch bringen, was er hat und dann gucken wir, wer hat die beste Erklärung für die Dinge, die wir erklären wollen. Für Behauptungen Beweise. Man muss ja immer sicher sein können, dass etwas so passiert ist, wie es passiert ist und dazu braucht man eben handfeste Beweise. Und das klappt bei den meisten Leuten auch, geht, weil es halt...
aktiv ist. Und so ist es auch bei Gott, und deswegen komme ich da drauf. Wenn jemand zu mir sagt, es gibt keinen Gott, dann würde ich den fragen, ja, wie kann denn dann das Universum einen Sinn haben? So, und jetzt geht das Sinngeschwafel los. Wo zum Geier steht, dass das Universum einen Sinn haben würde, dass das Sinn ergeben würde oder Sinn ergeben müsste? Wer sagt das? Wo steht das? Wie kommt man da drauf? Ja, total. Ja, das ist etwas, was die meisten Menschen ganz intuitiv empfinden. Das ist genau das, was ich eben gesagt habe. Die Welt um dich herum erscheint dir ja nicht sinnlos, oder? Hast du das Gefühl, dass das alles irgendwie willkürlich ist? Dass da die Bäume wachsen, dass die Sterne sich so bewegen, es erscheint einem ja nicht sinnlos, oder? Und das ist einfach eine Grundintuition. Die Grundintuition ist hier nicht, dass Gott existiert, wie er das gleich darstellen wird. Sondern eine Grundintuition ist, die Welt um mich herum ist sinnhaft arrangiert. Und solange ich kein Gegenargument habe, nehme ich das auch erstmal als wahr an. Und das, dann, da gibt es, glaube ich, sogar Studien zu, dass die meisten Menschen diese Intuition haben. Also wenn man bestimmte Fragen stellt, um das herauszufinden, wie sie das intuitiv die Welt um sich herum wahrnehmen, erscheint sie den allermeisten Menschen durch verschiedene Kulturen, ich glaube sogar die meisten Atheisten, beantworten die Fragen so, dass man zu dem Schluss kommt, dass sie die Welt als sinnhaft empfinden. Also zumindest gibt es da sogar große prozentuale Anteile bei Atheisten. Das ist also eine Intuition, die durchweg durch die ganze Menschheit, durch verschiedene Kulturen, durch verschiedene Altersstrukturen, Geschlechter, Ethnien und so weiter und so fort vorhanden ist. Also es ist nicht einfach etwas, was irgendwo herkommt. Es gibt auch Gründe, weshalb man, also ich könnte auch Argumente dafür bringen, werde ich auch übrigens genau zu diesem Punkt, finde ich auch ein Argument in der nächsten Debatte, die ich dann halten werde am 14.01. Debatten-TV einschalten. Es gibt natürlich noch weitere Argumente, die ich noch zusätzlich anführen kann, aber es reicht auch erstmal zu sagen, einfach nur, es ist eine Intuition. Ja, um mich herum wirkt die Welt geordnet. Genauso wie ich nicht belegen, beweisen kann, dass die Welt um mich herum existiert und nicht nur eine Illusion ist oder die Matrix oder was auch immer, habe ich erstmal diese Intuition, es gibt da diese externe Welt, die ist real, die ist nicht nur eine Einbildung, und diese externe Welt erscheint mir sinnvoll arrangiert. Sie scheint sinnvoll zu sein. Sie scheint einen Sinn zu haben und nicht komplett sinnlos zu sein, nicht komplett willkürlich zu sein, nicht komplett beliebig zu sein. Und da ist dann das, was mein Argument hier jetzt an der Stelle ist dann, okay, wenn jemand sagt, es gibt keinen Gott, dann stelle ich ihm die Frage, okay, ich und die meisten Menschen auf diesem Planeten denken, dass die Welt nicht beliebig ist, nicht sinnfrei. Wie kann das sein? Wie kann eine nicht sinnfreie Welt existieren ohne Gott? Wie kann eine Welt, die sinnvoll arrangiert ist, die Sinn ergibt, die nicht sinnlos ist, wie kann die existieren ohne Gott? Und das ist eine komplett berechtigbar. Also eine Frage allein ist natürlich kein Argument, und man kann das noch ein bisschen umgestalten in ein Argument. Ich glaube, das mache ich sogar gleich. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Totaler Quatsch natürlich. Es kann alles Zufall sein, es kann alles sinnlos sein, es kann einen Sinn haben. Wir wissen es nicht. We don't know. Und das ist auch eine Frage, die du jetzt Wissen definierst. Ist ja auch egal. Also es gibt gute Gründe, es anzunehmen, würde ich sagen. Es gibt gute Gründe, davon auszugehen, dass die Welt um uns herum sinnvoll ist, dass sie einen Sinn hat. Dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder versucht er mir eine Antwort darauf, entweder sagt er, keine Ahnung, irgendwie. Und by the way, ich glaube, es gibt keine guten Gründe, davon auszugehen, dass wir nicht so ist. Und das ist der Grund, weshalb ich sagen würde, wir wissen es. Aber ist auch egal. Also nur um es mal deutlich zu machen, wenn wir sagen, wir wissen es nicht, ja, okay, wir wissen vieles nicht. Ist auch ein bisschen davon abhängig, was du jetzt mit Wissen meinst. Meinst du, wir wissen hundertprozentig sicher sein? Aber wenn wir uns hundertprozentig sicher sein müssen für irgendwas, um irgendwas für wahr zu halten, dann halten wir an einem Mix rüber. Dann sind wir wieder beim Solipsismus oder Heidegger vielleicht sogar. Und deswegen denke ich an der Stelle, reicht es zu sagen, wenn ich sage, ich sehe ganz viele gute Gründe dafür, das so zu sehen, und ich sehe keine guten Gründe, das anders zu sehen, dann kann ich sagen, ich weiß es. Vielleicht ändere ich meine Meinung und denke, okay, ich habe gedacht, ich wüsste es, aber solange man an diesem Punkt ist, halte ich das für komplett rational, das so zu sehen. Sag ich, gut, das finde ich aber eine blöde Antwort, das reicht mir nicht, ich will darauf eine Antwort haben. Dann sagt er vielleicht, ja nee, das Universum hat keinen Sinn. Dann würde ich sagen, ja, das ist ja Unsinn. Also das Universum muss doch irgendeinen Sinn haben. Das muss doch irgendeinen Sinn haben, weil ich fühle das doch. Ja, das ist Kinderprogrammierung, Leute. Das menschliche... Das ist, wenn ich jetzt sagen würde zu ihm, hey, wie du gehst jetzt einfach davon aus, dass es die Welt um dich herum gibt. Das ist doch Kinderprogramm, ja. Das ist doch Kinderprogramm. Vielleicht gibt es die ja gar. Ja, kann ja auch Zufall sein, kann ja auch Quatsch sein, kann ja alles nur Rauschen um dich herum sein. Vielleicht ist das ja alles Einbildung, vielleicht bist du ein Boltzmann-Brain. Ein Boltzmann-Range. Frag's mal nach, Peter.
Könnte ja sein. Möglicherweise. Ne? Und das ist ja der Punkt, wie ich deutlich mache. Ne? Wir haben eine Intuition, kein Gefühl. Er sagt, es ist wieder ein Äquivokationsfehlschluss, mal wieder. Es geht nicht um dein Gefühl, es geht um deine Intuition, dein Seeming. Und du sagst, es erscheint mir so, dass die Welt um mich herum sinnvoll ist. Plus, es gibt natürlich noch Argumente dafür, dass es tatsächlich ist. Und es ist auch nicht etwas, was einzelne wenige Menschen haben, sondern dass die meisten Menschen auf der Welt so empfinden, so wahrnehmen. Säugetier im unentwickelten Zustand, im programmierten Zustand, ist im Schnitt so ein Ertrinkender, dass es kaum aushalten kann, dass vielleicht die eigene Existenz sinnlos sein könnte. Aber Ja, und jetzt setzt er das hier gleich mit dem Sinn der eigenen Existenz. Ich habe nicht über spezifisch jetzt den Sinn meines Lebens gesprochen. Zuhören, Peter, ich habe über den Sinn des Universums gesprochen. Hat das Universum einen Sinn? Darum ging es. Es ging nicht darum, ob ich persönlich jetzt Sinn in meinem Leben sehe. Aber das ist ja ein Kindergedanke. Das ist ja praktisch der Inbegriff der Schwäche und auch, wie ich finde, psychologisch gesehen so ein bisschen Borderline-Größenwahn, dass man sagt, also ich muss doch hier Sinn machen, meine Existenz muss doch hier irgendwas. Das ist eine andere Frage. Borderline, das hat überhaupt nichts mit Borderline zu tun, irgendwie. Sorry. Ich glaube, kein ausgebildeter Psychologe würde dieser Aussage zustimmen, aber ich habe es auch nicht gesagt. Also, ich habe nicht gesagt, dass es um meinen persönlichen Sinn geht. Meine Existenz muss auch einen Sinn haben, das habe ich nicht gesagt. Das hast du gesagt, Peter, dass ich das gesagt habe, aber spul ein paar Sekunden zurück, das habe ich nicht gesagt. Es ging um das Universum. Hat das Universum einen Sinn? Darum ging es. Was Größeres, was Höheres sein. Das kann doch nicht einfach sinnlos oder Zufall sein. Also das wird sich ja nicht gut anfühlen. Finde ich unlogisch. Und ja, sowas ist Mensch. Es ging auch nicht darum, ob es sich gut oder schlecht anfühlt. Es ging darum, dass wir eine Intuition haben. Und diese Intuition ist, dass uns die Welt so erscheint. Sie begegnet uns so. Sie begegnet uns als sinnvoll. Menschlich, aber nur weil es menschlich ist, ist es ja nicht sinnvoll oder hochentwickelt. Und ich empfehle, sich darüber hinaus zu entwickeln. Und zwar an den Punkt, dass man sagt, ja, wäre doch auch geil, wenn es sinnlos wäre. Wäre auch in Ordnung. Darüber hinaus zu entwickeln, das kann man so sehen. Man könnte auch sagen, es ist eine Zurückentwicklung. Also kommen wir, glaube ich, gleich nochmal weiter dazu. Nochmal weiter. Dann mache ich mir halt und suche mir halt einen eigenen Sinn, wie das ein erwachsener Mann und eine erwachsene Frau ja automatisch macht. Und Dann suche ich mir einen eigenen Sinn, wie das ein erwachsener Mann, erwachsene Frau. Ich will nochmal daran erinnern, es geht nur um das, was ich gesagt habe. Er hat hier ein komplett neues Thema aufgemacht, aber das, was er sagt, ist komplett austauschbar. Ich könnte auch genauso gut sagen, werd erwachsen und sieh ein, dass es einen Sinn gibt, dass du dir nicht selber deinen Sinn geben musst, sondern dass du dich unterordnen musst. Und den Sinn, der dir fürs Leben gegeben wurde, dass du dem unterordnen musst. Du kannst hier nicht machen, was du willst. Es ist kein Kindergarten, wo du einfach selber machen kannst, worauf du gerade Lust hast, sondern es gibt Dinge, für die bist du hier auf der Erde und die sollst du auch erledigen. Könnte ich genauso gut sagen. Also das ist wieder das reine austauschbare Rhetorik, keinerlei Inhalt drin. Es ist natürlich einfach nur, ergibt diese eine Perspektive, aber man kann ganz genauso mit den fast selben Worten genau die gegenteilige Perspektive darstellen. nicht wie so ein kleiner Lemming auf irgendeinen Daddy im Himmel schauen, der einem dann bitte den Sinn für die eigene Existenz vorgibt. Weil, oh Gott, was wäre, wenn alles sinnlos wäre? Wie gesagt, das war immer noch nicht mein Argument. Es ging nicht um die Existenz von mir, es ging um die Existenz des Universums und es ging auch nicht um meine Gefühle und dass sich das schrecklich anfühlen würde oder irgendwas. Das hat er alles sich gerade ausgedacht. Ja, Kinderkram, bitte drüber hinauswachsen. Das kann ja nicht alles sinnlos sein. Es kann nicht alles bedeutungslos sein. Das würde ja wortwörtlich keinen Sinn machen. Ja, Programmierung, Leute, da seht ihr die Religionsmatrix live in Action sozusagen. Und das ist ja jetzt hier auch kein kompliziertes Ding hier. Kann ja jeder Jugend. Ja, das ist eigentlich nicht kompliziert, aber er hat es trotzdem falsch verstanden. Also er sagt, es ist nicht kompliziert, aber er redet die ganze Zeit über meinen persönlichen Sinn im Leben, obwohl es um den Sinn des Universums geht. Und das würde natürlich keinen Sinn machen, wenn das Universum sinnlos wäre. Weil, das müsste man mir dann mal erklären, würde jetzt rein logisch argumentieren, okay, wenn das komplette Universum sinnlos ist, dann kann auch innerhalb oder auch die Existenz, der Grund für die Existenz des Universums, all die Sachen, wenn die Sachen alle sinnlos sind, dann kann es auch innerhalb dieses Universums keinen Sinn geben. Manche versuchen dann referenziell irgendwie zu argumentieren, ja, irgendwie innerhalb des Ganzen, aber letztlich ist dann doch alles sinnlos und dementsprechend würden auch die Worte, die ich sage, eigentlich keinen wirklichen Sinn ergeben. Das ist zumindest, wie ich argumentieren würde. Und das ist, was ich hier bringe. Aber das scheint er nicht verstanden zu haben. Also er denkt irgendwie, ich rede jetzt über meinen persönlichen Sinn. Ganz am Anfang hat er noch vom Universum gesprochen, dann ist er wieder geschiftet. Also man hat gemerkt, er hat wieder mal nicht richtig zugehört. Zuhören, Peter. Hör zu, was ich sage und spreche über die Argumente, die ich gesagt habe. Und wenn du merkst, sie sind gut, dann sag nicht, ja, aber ich brauche ja keine Argumente.
Und nenne irgendeinen Fehlschluss, den man googeln soll oder so, indem du nicht zeigst, wo jetzt bitte der Fehlschluss gewesen sein soll. Ja, wenn dann, geh auf das Argument ein, zeige, wo wäre der Fehlschluss, so argumentiert man rational, zeige hier, da, das hast du so gesagt und so. Syllogistisch, ne, mit so einem Syllogismus quasi aufzufallen, sagen, guck mal, wie hast du das gemacht, das ist ein Fehlschluss, hier, back to the question oder was auch immer. Das kannst du alles machen, alles schön und gut, aber all das tust du nicht. Du schwafelst hier rum und wenn man dich kritisiert, sagst du, ich brauche kein Argumentchen. Jugendliche, der das hier sieht, sagen ja, Moment mal, aber wo steht das? Wer sagt das, dass das einen Sinn machen muss? Ja, weiß doch einfach keiner im Moment. Und nur weil ich das gerne so hätte und auch gerne ein Leben nach dem Tod hätte, ist es ja noch lange nicht so. Aber dieser religiöse Quatsch vernebelt dir, wenn unhinterfragt, komplett die Birne. Ja, und wir sehen in allen Dingen immer einen Sinn, wir machen das im Alltag überall. Wenn ich irgendwie jetzt hier rausgucke und ich sehe da einen Baum, dann denke ich, es hat einen Sinn, warum der von unten nach oben wächst, ist ein Sinn, warum von unten nach oben genüsslich hochgewachsen. Die Äste sich so verhalten, wie sich verhalten, das hat alles irgendwie einen Sinn, ne? Wenn ich irgendwo... Ja, jetzt sucht er in dem Baum krampfhaften Sinn, um sein Universum und seinen Schöpfer rechtfertigen zu können. Aber... Nein, ich suche nicht irgendwas, um meinen Schöpfer zu rechtfertigen. Ich suche auch nicht krampfhaft einen Sinn in dem Baum. Und ich sage, der Baum, mir erscheint die Welt. Und wenn ich einen Baum sehe, dann erscheint mir der Baum, mir erscheint die ganze Biologie. Die Erde, all diese Dinge, die scheinen sinnhaft auf uns zu sein. Es scheint nicht komplett willkürlich, nicht beliebig zu sein. Und ich glaube, mit dieser Aussage bin ich nicht allein. Es gibt sicherlich Leute, die uns anders sehen, aber ich bin da mit Sicherheit nicht allein. Ich bin auch sicherlich nicht in einer ganz kleinen Minderheit von Leuten, die das so sehen und die das so wahrnehmen. Aber der Baum ist halt vielleicht auch einfach nur da, genau wie der Mount Everest einfach nur da ist und die Weltmeere und der Planet Erde und die Sonne einfach nur da sind. Und das ist erstmal die Faktenlage. Das ist erstmal die Faktenlage, nein. Das ist deine Interpretation von dem, was du dort wahrnimmst. Du sagst, die Sachen sind einfach nur da, die haben keinen Grund, weshalb die da sind. Und die meisten Menschen oder zumindest ein sehr, sehr großer Teil, würde es eben anders sehen. Die würden sagen, hey, Moment mal, diese Dinge scheinen sinnhaft auch noch hier zu sein. Die scheinen nicht beliebig zu sein. Scheint irgendwie Gründe zu geben dafür, warum die Dinge dort sind und wie sie funktionieren und so weiter und so fort. Welt insgesamt. Und das geht ja egal, wie tief wir gehen. Du kannst sagen, ja, das ist so wegen dem Darwinismus und das ist wegen den Naturgesetzen. Aber selbst die Naturgesetze scheinen ja irgendwie sinnhaft auch im Spiel zu sein. Also die Welt scheint durchtränkt zu sein von Sinn. Von oben bis unten. Egal auf welcher Ebene wir uns das anschauen. Ist da und ob das einen Sinn macht oder ob man da einen Sinn drin sehen kann, weil ja, es hilft uns hier zu überleben und bla bla bla, aber das ist ja wieder menschliche Bedeutungsgebung. Vielleicht ist auch unser gesamtes Universum hier nur sowas wie ein Kohlensäurebläschen in irgendeiner Flüssigkeit von einem hochentwickelten Alien und dann muss man aber wieder fragen, was gibt das für einen Sinn? Hat das einen Sinn? Gibt es da was Höheres? Wer hat das erschaffen und so weiter? Und man kommt da immer an die Grenze des menschlichen Verstands, dass man einfach immer wieder sagen muss, we don't know, wir das ist wie, don't know. Natürlich wissen wir es nicht, wenn mit einer 100%igen Gewissheit. Aber es geht ja darum, selbst wenn es ein Alien ist in der Flüssigkeit, dann, wie du schon sagst, dann kommt die nächste Frage. Und daraufhin kann man ja argumentieren, es wird irgendwo ein Ende geben, es kann nicht unendlich weitergehen. Dazu kann man auch Argumente bringen. Also auch das haben Theisten sehr explizit. Gerade die neuesten Argumente zum kausalen Finitismus finde ich sehr, sehr überzeugend. Kann man sich gerne mal anschauen. Da hat Alexander Proust zum Beispiel einige gute Arbeit darüber gemacht, die gezeigt, es kann diese Kette von was ist der Grund dafür, was ist der Grund dafür, das kann nicht ewig weitergehen, es muss irgendwo mal einen Start haben, diese Kette. Und da kommen wir ja dann an diesen Punkt, dann sind wir ja schon sehr, sehr nah an einer Sache, die man dann als Gott bezeichnen kann. Und es gibt auch einige Atheisten, die tatsächlich sogar davon schon überzeugt sind, die sagen halt trotzdem noch, dass es dann halt irgendwie diesen Erstzustand gegeben haben muss, und der ist dann halt aber beliebig und willkürlich, und ich würde nur sagen, ja, weil die Welt erscheint nicht, als käme sie von einem beliebigen, willkürlichen Erstzustand. Und da kann man dann fragen, welche Erklärung ist besser für das, was wir haben. Kommt alles von einem Initial State, wie das Graham Oppy sagt, der einfach willkürlich und beliebig war. Der ist einfach so gewesen und von da aus hat sich dann alles entwickelt. Oder ist der Ursprung von allem ein Wille? Ist der Ursprung von allem Absicht? Und erklärt das vielleicht, warum wir so viele Gesetzmäßigkeiten haben, warum wir so viel sinnvolle Arrangement, so viel Schönheit, so viel Ethik in der Welt sehen. Also das... Das kann muss jeder selber zusammenfassen. Wir müssen tiefer forschen, aber dann bitte mit Wissenschaft und nicht mit, ja, aber es muss doch einen Sinn machen, weil sonst komme ich nicht klar. Eine Autobahn runter. Also das ist halt einfach ein Strohmann. So. Ich mag es auch nicht einfach mal sagen, ja, es ist ein Strohmann, aber ich habe das einfach nicht gesagt. Geht zurück und guckt es sich an. Ich habe nicht gesagt, ich brauche das für mich, weil dann ist mein Leben irgendwie blöd oder was auch immer. Also das war nicht das Argument, das ich gebracht habe. Das war nicht der Punkt, auf den ich
angegangen, wenn er ist geschiftet, auch in seiner Sprache. Also er hat erst davon gesprochen, dass es das Universum einen Sinn geben muss. Und dann plötzlich ging es um mein persönliches Leben. Und dann ging es plötzlich um meine Gefühle, über die ich auch nie gesprochen habe. Und dann ging es plötzlich um, dass ich ja alles schlimm fände, wenn es nicht so wäre, was ich auch nicht gesagt habe. Und ja, also das ist, wie Peter Pan argumentiert. Aber ist ja nicht schlimm, weil er braucht ja kein Argument, hat er uns ja vielfach mitgeteilt. Und da gucke dann nicht, es hat einen Sinn, warum jetzt die Person da mit dem Auto da lang fährt. Und es gibt vielleicht mal hier und da eine Ausnahme, wo was keinen Sinn macht. Aber grundsätzlich machen die Dinge immer einen Sinn und es gibt für mich keinen Grund anzunehmen, dass es mit dem Universum anders sein sollte. Das Universum muss irgendwie einen Sinn haben. Das ist auch wieder teilweise das Argument from Ignorance, was es laut ihm gar nicht gibt. Also erstens gibt es auch mir das Argument from Ignorance. Ich bin nur der Ansicht, dass man es richtig benutzen muss. Und ich bin jetzt sehr interessant und sehr gespannt, was er argumentiert, dass das jetzt ein Argument von Ignorance ist. Was nicht vorkommt in der Argumentation und auch so ein bisschen das Argument from Personal Incredulity, das heißt ja... Argument from Personal Incredulity ist das auch. Oh, also Argument from Personal Incredulity ist, ich verstehe etwas nicht, deshalb kann es nicht sein. Das ist sowas wie, ich verstehe Quantenmechanik nicht, also ist das falsch. Was ist das Argument von Personal Incredulity? Jetzt zeig uns doch mal bitte, Peter, wo ich das hier anwende. Jetzt hast du das, man kann immer irgendwelche Sachen einfach nennen. Ich kann immer sagen, ja, das Peter Frank sagt, das ist ein Argument from Ignorance. Ja, dann bitte, dann zeig mir jetzt, wo es das Argument von Ignorance ist. Das ist eine Black and White Fallacy. Ja, schöner Begriff, aber zeig doch jetzt bitte, wo war es da? Also das, manche benutzen auch den Begriff Fallacy, das wäre das in diesem Fall, wenn er jetzt nicht gleich liefert. Und das ist, wenn man einfach Fehlschlüsse labelt. Man sagt, das ist schon der und der Fehlschluss. Man begründet aber nicht, warum es der Fehlschluss ist. Man zeigt nicht genau, wo der Fehlschluss jetzt lag. Ich kann es mir einfach nicht anders vorstellen. Also war es so und so, was ich hier glaube. Und so geht das natürlich die ganze Zeit, weil... Nee, das ist nicht das Argument von Personal Incredibility. Das Argument von Personal Incredibility ist genau umgekehrt. Er sagt, ich verstehe das nicht, also es ist falsch. Das ist das Argument von Personal Incredibility. Da bin ich mir ziemlich sicher. Können wir mal kurz hier live googeln. Das ist bei mir jetzt nicht hier, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass so ist. Argument from Personal Incredibility. So, hier Wikipedia. Ah, okay. Also es gibt zwei Arten. Also es ist nicht ganz falsch, was er gesagt hat. Es gibt auch die Form, I cannot imagine how F could be false, aber das ist auch nicht das, was er gesagt hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es anders sein könnte. Deshalb muss es falsch sein. So, er zeigt das jetzt natürlich hier nicht in seiner Logik, wo das hier sein muss, wo ich das jetzt gemacht habe. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe hier natürlich eine sehr starke Formulierung benutzt. Ich habe gesagt, es muss so sein. Aber ich habe meiner Meinung nach an der Stelle gesagt, das muss so sein, weil ich es mir nicht anders vorstellen kann. Sondern weil ich alle anderen Optionen für Schwachsinn halte. Das ist der Grund. Alle anderen Optionen, die es gibt, erscheinen mir dämlich. Und deswegen denke ich, es muss so sein. Das ist ganz rational. Wenn du mehrere Optionen auf dem Tisch hast, in dem Fall sind es eigentlich nur zwei Optionen. Entweder das Universum ist letztlich beliebig oder das Universum ist letztlich sinnvoll. Und ich sage, die beliebige Option, die erscheint mir total dämlich. Die ist total sinnlos. Das macht gar keinen Sinn für mich. Dann ist es ganz rational zu sagen, dann muss es die andere Option sein, wenn es nur diese zwei Optionen gibt. Ja, also zeig mir doch bitte, wo ist hier das Argument von Personal Incredibility? Ne? Das ist eigentlich, wie gesagt, eigentlich geht es so. Ich kann mir das nicht vorstellen, also es ist falsch. Oder ich kann mir nicht vorstellen, dass es falsch ist, deshalb muss es so sein. Und das Falsche ist, ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich verstehe nicht. Aber es gibt ja nicht ein Argument oder irgendein Prinzip, das ich jetzt nicht verstanden hätte in diesem Ding. Also er hat ja nicht irgendwas gebracht, irgendwas gesagt, was ich einfach sage, verstehe nicht, was du da sagst, also es ist falsch. Oder ich verstehe nicht, warum das, was ich gesagt habe, falsch ist und deswegen ist es wahr. Das ist nicht, wie ich argumentiere, an keiner Stelle. Also jetzt wieder aus dem Kontext wissen könnte jetzt wieder Peter Fram sagen, hey, er hat gesagt, er versteht doch alles und er ist der Kluge, der immer alles weiß. Das ist nicht das, was ich gerade sagen wollte. Ich würde sagen, spezifisch innerhalb dieser Diskussion habe ich hier nichts von ihm gehört, habe ich nichts, wo ich dachte, das verstehe ich nicht, was er da sagt. Das macht keinen Sinn, das ist für mich irgendwie zu hoch und deswegen ist es falsch. Das habe ich nirgendwo gesagt. Was wäre das Argument von Personal Incredulity? Aber Peter Fram scheint nicht ganz zu verstehen, wie das Argument von Personal Incredulity funktioniert. Und er wendet es nicht an. Also ich bin gespannt, ob er liefert und ob er jetzt zeigt, wo ich das gemacht habe.
Weil der Theist, weil der Gläubige, der Ertrinkende in dem Fall nicht einfach sagen kann, we don't know. Weil das menschliche Säugetier eben nach Sicherheit, nach Halt strebt. Und wenn ich den selbst in mir nicht gelernt habe zu produzieren, dann nehme ich halt... Es gibt keine Gravitation, weil du einfach nicht gelernt hast zu sagen, we don't know. Wir wissen nicht, ob Masse wirklich die Zeit krümmt, dass die Raumzeit krümmt. Wir wissen es nicht. We don't know. Hast du schon mal gesehen, wie die Raumzeit... Hast du ein Experiment gemacht, dass die Raumzeit gekrümmt wurde? Hast du das messen können? We don't know. Und das ist, wie gesagt, nicht meine Position. Sarkasmus, Leute. Ja, meine Position ist, Gravitation gibt es. Ich finde, diese Logik, die kann man genauso dafür anwenden. Und sollte man aber nicht. Nicht wahr? Man sollte das nicht dafür anwenden. Das Erstbeste, was im Außen dafür herhalten kann. Und Religion ist da ein gern gesehenes Ding. Das ist aber auch das Problem, wenn man keine Ahnung hat, wie das menschliche Säugetier gestrickt ist, wo da die Stolperfallen sind, dann ist das kein Wunder, wenn du da in jede ein... Ja, er ist halt der Psychologe, er weiß das deswegen alles. Und wie schaut das, kommt jetzt noch was sachliches. Intuition, die ich habe, dass das Perspektive... Ohne es zu merken. Das ist eine ganz starke Intuition, die ich habe, dass das irgendeinen Sinn haben wird. Und das ist ja wohl der größte Knallersatz in diesem ganzen Autounfall hier. Das ist der größte Knallersatz. Er hat das selber eben angewendet. Er hat gesagt, ich gehe einfach davon aus, dass die Welt um mich herum existiert. Das ist nichts weiter, als dass du deiner starken Intuition nachgehst. Du hast die starke Intuition, dass die Welt um mich herum existiert, also gehst du erstmal einfach davon aus. Und ich habe die starke Intuition, dass diese Welt um mich herum nicht mehr existiert, sondern dass sie auch noch sinnvoll ist. Die scheint nicht beliebig zu sein. In diesem ganzen Video. Das ist eine ganz starke Intuition, die ich habe. Das fasst ja das ganze Video zusammen, die ganzen 66 Minuten hier. Denn ich habe auch eine wahnsinnig starke Intuition, dass Loch Ness existiert und der Weihnachtsmann... Ja, und jetzt ist das wieder gleich, jetzt so, als hätte ich gesagt, ich hätte eine starke Intuition, dass Gott existiert, und das habe ich nicht gesagt. Ich habe eine starke Intuition, dass die Welt um mich herum sinnvoll arrangiert, dass die Welt um mich herum sinnvoll ist, dass sie Sinn ergibt. Das ist, worüber ich gesprochen habe. Nicht darüber gesprochen, dass ich eine Intuition habe, dass Gott existiert. Ja, ich kann es nicht anders sagen. Das ist ein Strohmann. Das ist ein Strohmann. Er tut so, als hätte ich das eine gesagt, was ich aber nicht gesagt habe. Und Aliens und Bigfoot und Kobolde und die Zahnfee. Das ist eine ganz starke Intuition von mir. Ja, euer Ehren, haben Sie denn überhaupt Beweise, dass ich der Mörder bin? Ja, nee, aber... Ja, hast du denn überhaupt Beweise dafür, dass es die Welt um mich herum gibt? Oder reicht es dir, dass du eine starke Intuition hast, dass es die Welt um dich herum gibt? Das ist halt eine ganz starke Intuition von uns gewesen, also kommen Sie jetzt mal schön für 20 Jahre in den Bau. Intuition, ein verlässlich machen, ob der da gerade veräppelt oder Realität. Ja, das kannst du vielleicht im Privatbereich machen, ob du da gerade veräppelt wirst, ob du abgezockt wirst von jemandem. Wenn die Intuition trainiert ist zumindest, dann kann man da vielleicht drauf hören. Aber jetzt doch nicht, wenn es um Realität und Fakten geht und ob Bigfoot existiert. Also ich glaube, in der Epistemologie sind sich die meisten, vielleicht sogar alle einig, dass wir letztlich alles auf Intuition zurückfällt. Also auch wenn du sagst, ja, ich sehe Dinge, aber dafür musst du auch erstmal die Intuition haben, dass diese Dinge, die du siehst, wirklich da sind. Oder dass einigermaßen deine Sinne zuverlässig sind. Wenn du diese Intuition nicht hast, dann kannst du nicht handeln in der Welt. Ja, und du musst auch die Intuition haben, dass deine Gedanken irgendwie die Kapazität haben, sinnhaft zu sein, bedeutungsvoll zu sein. Dass sie bedeutungsvolle Sätze bilden können und so weiter und so fort. Das sind Intuitionen, die wir haben, und auf die fällt am Ende alles zurück. Und es gibt eben einen ganzen Haufen Grundintuitionen, die wir Menschen teilen. Und manche teilen wir vielleicht nicht zu 100%. Und ohne diese Intuition können wir nicht argumentieren, wir können auch keine Fakten ranziehen oder irgendwas. Ja, du hast keine Fakten ohne bestimmte Intuitionen, die dem zugrunde liegen vorher. Geht oder nicht, da kannst du nicht sagen, meine Intuition ist so und so. Das ist ein feuchter Furz im Wind und die schlechteste Begründung aller Zeiten für irgendwas. Für manche Dinge schon, das ist die beste Begründung. Es gibt für manche Dinge auch gar keine andere Begründung für viele der grundlegenden Dinge, die wir jeden Tag anwenden und denken, wie ich das gerade eben schon mehrfach erklärt habe. Aber natürlich, ich stimme ihm im gewissen Maße auch zu. Also hätte ich jetzt gesagt, ich habe die Intuition, es gibt Gott, folglich gibt es Gott. Das wäre eine schlechte Begründung in meinen Augen. Aber deswegen habe ich die auch nicht gebracht. Das hat er dann jetzt mit seinen Bigfoot- und Loch Ness-Beispielen da gemacht, aber ich habe das nie gesagt. Spult im Zweifel zurück. Das Video seht ihr hier. Ihr könnt auch mein Video gehen, mein Originalvideo. Ich habe es nicht gesagt. Existiert nicht. Oh Mann. Und ich sehe keine logische, gute Antwort, die man darauf geben kann, ohne Gott.
Argument from ignorance, argument from personal incredulity. Leute, google. Argument from ignorance, argument from personal incredulity. Googelt das doch mal, das ist doch nicht. Googelt das doch mal. Also, was habe ich gesagt? Wir gehen nochmal kurz zurück, ja? Ignorance, argument. Logische, gute Antworten für irgend. Geben kann ohne Gott. Und ja. Ich sehe keine logische, gute Antwort, die man darauf geben kann ohne Gott. Ja. Ich sehe keine gute, logische Antwort, die man darauf geben kann ohne Gott. Was ist das? Ist das ein Argument von Personal Incredulity? Ich verstehe es nicht, deshalb ist es falsch. Nein, ich verstehe es und ich finde die Antwort der anderen Antworten schlecht. Das ist ein Argument from Ignorance. Sagen, wir wissen nicht, was es ist, also ist es Gott. Nein, meine Antwort ist, ich denke, Gott ist die beste Erklärung. Ja, wir können mal ganz kurz hier abduktives Reasoning. Gehen wir das mal kurz ein. Abduktion. Seine Erkenntnisse. Abduktion ist der Vorgang, in dem eine erklärende Hypothese gebildet wird. Hier. Ein Schlussverfahren der Deduktion dadurch unterscheidet, dass die Erkenntnis erweitert. Ganz kurz, bevor wir jetzt hier das Ewige verlieren. Mit dem Begriff des Schlusses auf die beste Erklärung geführt. Die neueren Diskussionen wird in größten Teilen im Zusammenhang mit dem Begriff des Schlusses auf die beste Erklärung geführt. Ja. Das ist das, was ich hier mache. Das ist übrigens etwas, was in der Wissenschaftstheorie verwendet wird. Steht direkt im Satz darüber. Ja, also ein ehrter Wissenschaftler, aber alles, was ich mache, ist, ich sage, das ist die beste Erklärung, die ich kenne. Und wenn er mir jetzt erzählen will, das wäre irrational oder ein Fehlschluss, mit der besten Erklärung zu gehen, die man kennt, dann weiß ich nicht, dann hast du den Verstand verloren, Peter. Das ist kein Fehlschluss. Zu sagen, ich glaube, dass die beste Erklärung, die ich kenne, wahr ist, das ist komplett rational. Und zu denken, das wäre schlecht oder falsch oder was immer, Peter, da hast du wirklich ein Problem. Da würde ich mir wirklich sagen, ich glaube aber nicht, dass du es im Alltag so tust oder im Alltag so argumentierst. Deswegen, das ist wieder der Punkt, er nennt jetzt hier die Dinger, sagt nicht, wo ich diesen Fehlschluss gemacht habe, sondern offensichtlich, es ist auch ganz klar nicht der Fehlschluss. Ich argumentiere abduktiv an der Stelle. Und dann sagt er, anstatt zu zeigen, wo ich jetzt den Fehlschluss gemacht habe, sagt er, googelt es. Ich habe jetzt mal gerade Abduktion gegoogelt. Und das ist exakt das, was ich getan habe. Argument from ignorance, argument from personal incredulity. Leute, googelt das doch mal. Das ist doch nicht so schwer, das zu googeln. Gebt doch einfach mal ein, logical fallacies, argument from ignorance, argument from personal incredulity. Ja, er redet da mal ganz drüber, aber ich merke, er hat keine Ahnung von logical fallacies. Ich glaube, er hat ein bisschen rationality rules oder so mal geguckt. Keine Ahnung. Also ich habe ganze Bücher zu dem Thema gelesen. Das ist kein Scherz. Ich habe ein Buch, das nur komplett, das hatte ich schon lange, bevor ich überhaupt sein erstes Video mal gesehen habe. Da habe ich bereits schon Bücher zu dem Thema gelesen. Das ist auch vor Jahren schon. Da sitze ich noch, ist noch auf meinem Kindle. Und da habe ich, da ging es um 74 74 Logical Fallacies oder irgendwie sowas hieß das. Muss ich mal nachfragen. Schon lange her, dass ich es gelesen habe. Und ich habe mir gerade Vorlesungen zum Thema Logik schon angehört auf YouTube. Ups, kannst du dir anhören? Das ist gar kein Problem. Gibt es heutzutage kostenlos. Sonst gibt es einfach ein Logic Lecture oder sowas. Dann kriegst du von irgendwie MIT oder was auch immer. Irgendeine Vorlesung zu dem Thema und dann kannst du das machen und solche Dinge habe ich bereits getan. Aber Peter Pram, ich weiß es nicht, ich habe meine Zweifel. Ich soll jetzt hier kein Wettstreit sein, wer ist hier, kann besser logisch argumentieren, aber er zieht es ständig rein. Er bringt das Thema ständig auf den Tisch und sagt, logical fallacy, Fehlschluss. Ja, aber dann zeigt doch, wo er ist. Sagen, Google ist, das ist der und der Fehlschluss, Google ist, das kann jeder. Du musst es auch zeigen. Credulity, da gibt es seit hunderten von Jahren ganz einfach gestrickte Websites für, wo man praktisch schon als Kind sich mit dem Kram beschäftigen kann und wie Logik funktioniert und wo die Stolperfallen sind, die Fallstricke sind und wie man nicht argumentieren kann und so weiter und so fort. Und das musst du als religiöse Person, wenn du so aufgewachsen bist und sowas eingetrichtert bekommen hast oder halt später da rein verfallen bist, musst du das halt nochmal neu lernen. Wenn du nicht symbolisch gesehen dauernd wie im Comic auf die Gartenhake treten willst, die dir dann ins Gesicht donnert. Und wie gesagt, das sind jetzt keine komplizierten Sachen, das sind die absoluten Standard-Basics. Argument from Ignorance ist das häufigste, was drankommt. Gibt's 100.000 YouTube-Videos zu, seit zig Jahren wird da alles wunderbar erklärt.
Außer man will es natürlich nicht wunderbar erklärt haben und weiter an seiner ganz starken Intuition festhalten, dass das Loch Ness-Monster uns alle lieb hat und man in den ewigen Loch Ness-Himmel kommt. Ja, deshalb ist die Antwort eben, wir wissen es nicht. We don't know. Wir müssen weiter forschen. Und vielleicht finden wir eine Antwort. Ich hatte gerade mir einen Begriff falsch gemerkt. Sie macht die Fallacy. Fallacy ist auch ganz interessant. Aber da geht es darum, dass nur weil jemand einen logischen Fehlschluss begeht, heißt das nicht, dass seine Antwort nicht wahr ist. Aber das ist nicht das, was ich eigentlich zeigen wollte. Ich wollte zeigen, es ist halt einfach relevant, wenn du sagst, jemand begeht einen logischen Fehler, was dann nichts anderes ist als ein logischer Fehlschluss, dann musst du zeigen, wo lag dieser Fehler. Sagen, das sind deine Aussagen gewesen, das und das ist ein Widerspruch. Oder das folgt nicht von dem. Das ist also keine komplizierte Sache. Das kann natürlich im Detail dann manchmal nicht so einfach sein, weil man aus einem Text natürlich auch mal raushören muss. Wenn jemand spricht, dann spricht er in der Regel nicht in Form von Syllogismen. Aber da muss man natürlich trotzdem versuchen rauszuhören, was waren hier die Prämissen. Und da muss man natürlich auch fair sein und versuchen wirklich zu verstehen, was der andere sagt. Und nicht wie Peter die ganze Zeit jetzt schon seit Stunden mir das hier wieder mal gegeben hat, hier in der Lage ist, die einfachsten Dinge wiederzugeben. Nicht mal wiederzugeben. Also er wiederholt das, was ich gesagt habe, aber wiederholt es auf eine andere Weise. Ne? Aus dem Sinn des Universums wird mein persönlicher Sinn für mein Leben. All solche Sachen. Also das ist Schritt 1. Und dann können wir über Logical Fallacy reden. Also erstmal in der Lage sein, überhaupt wiederzugeben, was der andere sagt. Und dann können wir darüber reden, ist da irgendwo ein Fehlschluss? Ja. Aber da sind wir noch weit von entfernt, lieber Peter. Tut mir leid, ich wollte nicht so hart sein, ich wollte auch nicht so sarkastisch und böse sein. Ich habe auch gar keine negativen Gefühle gegenüber Peter eigentlich. Ich mag ihn eigentlich, finde ihn eigentlich oft sympathisch in vielen seiner Videos, aber es gibt halt auch Videos, und es ist auch nicht nur die Videos hierzu, leider, wo er wirklich, wirklich, das ist einfach nur traurig an manchen Stellen, muss man sagen. Weil sollte er wirklich bei der Psychologie bleiben und von der Logik sich fernhalten, ne? So ein bisschen so psychologisieren, was könnten Leute für Absichten haben oder was für Beweggründe vielleicht tiefer an Leuten rumfahren. Und da kannst du mal spekulieren, aber wenn es jetzt sehr um wirkliche Fakten geht, wenn es um Logik geht, dann vielleicht Peter ein bisschen kürzer treten, ein bisschen weniger Videos dazu machen. Erstmal nochmal die Grunddinge hinbekommen, ne? Die Grundvoraussetzungen erstmal erfüllen. Sehr, sehr einfach für mich zu sagen, okay, ich würde erstmal erwarten, dass du mir entweder, wenn du sagst, es gibt keinen Gott, dann hast du die Beweise, dass du hast die. Ja, die ganze. Ja, also genau da nochmal der Punkt von eben, jeder hat eine Beweis, dass das halt ist kein Shifting of Burden of Proof, wie er jetzt wieder denkt. Aber ich will es noch einmal betonen. Es geht darum, du hast auch eine Beweis, dass. Jeder hat eine Beweis, dass. Jeder hat Beweis, dass. Sobald er in ein Gespräch geht und irgendeine Position einnimmt, hast du eine Beweis, dass. Ich habe den Beweis, dass du hast eine Beweis, dass. Und ich bringe meine Argumente für die Existenz Gottes und ich stelle auch Fragen und sage, okay, wenn du nicht an Gott glaubst, was sagst du dann dazu, was sagst du dazu? Das ist ganz normal, die Gespräche funktionieren. So diskutieren wir auch bei anderen Themen. Das ist gar nicht so ein Riesending. Und so funktioniert das halt. Und hier in dem mache ich halt den Punkt deutlich, es hat halt Implikationen. Wenn du sagst, es gibt keinen Gott, das hat Implikationen, weil eine ganz basic Intuition irgendwie nicht mehr so viel Sinn ergibt. Ja, und zwar die basic Intuition ist, dass die Welt um uns herum sinnvoll arrangiert erscheint. Und wenn du davon überzeugt bist, dass dem so ist, für diese Menschen, dafür das zutrifft, was ein Großteil der Welt sein wird und die auch keinen großen Grund sehen, das jetzt anzuzweifeln, für diese Menschen ist dann ein Riesenproblem da. Ne? Weil die sagen dann, okay, wie kann das denn dann funktionieren ohne einen Gott? Ja, wie kann die Welt dann sinnvoll auch sein ohne Gott? Das ist dann das, worauf ich hier an der Stelle hinaus möchte. Und das ist das, wo er jetzt dann sehr sagt, ich habe ja gar keine Weisheit, ich brauche ja auch gar keine Argumente und deswegen darf ich jeden Unsinn reden und jeden Fehlschluss selber benutzen und andere einfach mit behaupten, sie machen Fehlschlüsse, ohne zu zeigen, wo es ist und so weiter. Wir haben das jetzt ja hier jetzt ewig lang gesehen. Ich brauche es jetzt einfach noch 10-mal wiederholen, aber das ist immer wieder die gleiche Masche hier. Also gehe ich davon aus, dass das Universum einen Sinn hat. Und die einzige Antwort, auf die ich immer komme, die irgendwie logisch in sich schlüssig ist, ist die, dass es einen Gott gibt. Ja, Argument from Ignorance, das seiner Meinung. Also Argument from Ignorance ist, wir wissen etwas nicht, folglich ist es das, was ich sage. Das ist aber nicht, was ich sage. Ich sage, mein Argument ist nach wie vor, die Tatsache, dass das Universum einen Sinn hat, ist ein Beleg dafür, dass es Gott gibt. Das ist kein Argument from Ignorance. Also ich gehe von etwas, was existiert. Ich argumentiere erst dafür, das Universum ist sinnvoll. Und das ist ein Indiz dafür, dass es Gott gibt. In meinen Augen ist es sogar ein Beleg oder ein Beweis, wie auch immer. Man kann es auch ein bisschen schwächer formulieren, wenn man mehr Leute mit an Bord von dem Argument haben will. Aber das Argument hier, also von Ignorance wäre zu sagen, oh, wir wissen irgendwie XYZ nicht, folglich gibt es Gott. Und das habe ich an keiner Stelle getan.
Und wenn, dann wäre es nur Missverständnis. Also dann hätte man meine Aussage nicht richtig verstanden. Ich wollte an keiner Stelle so argumentieren. Und ich glaube auch, rein faktisch, wenn man auf meine Worte guckt, habe ich das nicht. Also ich habe überhaupt an keiner Stelle irgendwo gesagt, die wissen irgendwas nicht und deswegen ist Gott da oder so. Das existiert nicht. Und deswegen verstehe ich nicht, warum wahrscheinlich dieses das lag. Er müsste jetzt auch zeigen, wo habe ich jetzt wieder ein Argument von Ignorance gemacht. Er macht das wieder nicht. Es wiederholt sich hier die ganze Zeit, aber es wird gleich nochmal ein bisschen witzig. Das würde ich gerne wissen. Also beleg mir doch, dass das Universum keinen Sinn macht. Beleg mir doch, dass das Universum keinen Sinn macht. Welcher Affe würde das jemals behaupten, ohne irgendwas drüber zu wissen? Mein Name ist Peter Frahm und dieses Universum macht keinen Sinn. Weiß doch keine Sau, zum 100. Mal. Wieso? Gehst du davon aus, dass das keiner weiß? Wir haben diese Intuition und wie gesagt, es gibt auch mehr Argumente. Ja, ich könnte zum Beispiel einfach über die Naturgesetzmäßigkeiten sprechen und sagen, Moment mal, wir haben ja Gesetzmäßigkeiten, die immer konstant funktionieren. Das ist eigentlich ein ganz typisches Zeichen davon, dass etwas Sinn macht, weil es geordnet ist. Dinge, die geordnet sind, sind oft in der Regel sinnhaft geordnet. Es gibt eigentlich sowas wie beliebige Ordnung nicht. Das existiert nicht wirklich. Also wenn wir irgendwo etwas in der Welt sehen, was geordnet ist, dann meistens für einen Zweck, für ein Ziel. Ja, das ist der Grund, warum Dinge sich ordnen oder sich selber ordnen, weil sie irgendwas erreichen wollen, weil die Pflanze irgendwie nach oben wachsen will, weil das Tier ans Wasser will, was auch immer. Ja? Und wenn wir unseren Raum ordnen, unseren Computer ordnen, all diese Dinge, die haben alle Zwecke, die sind alle zweckgebunden, das hat alles einen Sinn. Und wenn wir sagen, das Universum ist geordnet, vielleicht, ja, induktives Argument an der Stelle, kein Argument von Ignoranz, vielleicht, weil das Universum Sinn macht. Weil es sinnvoll geordnet ist, macht es Sinn, es ist gewollt, es ist absichtlich und weil das was Absichten hat, ist in der Regel eine Person. Und wenn die Welt im Ursprung eine Person ist oder der Ursprung der Welt eine Person ist, dann haben wir damit etwas belegt, dass mindestens Gott schon sehr, sehr nahe kommt, wenn nicht sogar schon die Definition Gott zutrifft. Und da sind natürlich noch viele Schritte zwischen und man kann natürlich über die einzelnen Prismen diskutieren, ist alles gut, aber einfach abzutun, sagen, das ist alles Schwachsinn. Und wir wissen es nicht, nobody knows. Da werde ich schon langsam heiser hier. Na, ist auch schon echt spät. Hatte gehofft, dass es nicht ganz so lange dauern wird hier. Ja, aber Peter Frahm auch keine Argumente für seine Position. Und wenn immer jemand anders ein Argument bringt, dann, ja, wir wissen es nicht. Wir können es ja nicht zu 100% wissen. Deswegen. Gott, man kann ganz einfach dem Sinn geben, wenn er der Schöpfer ist, dann hat er natürlich irgendeinen Gedanken im Kopf gehabt. Und es muss ein Gott gewesen sein, weil derjenige, der das Universum macht, der das Universum macht, weil es war ja so und der ist bestimmt jetzt, Achtung, allmächtig. Der muss allmächtig sein, sonst kann er... Das ist die Schwierigkeit von Peter Frahm, ist, er hat mit Hypotheticals. Ja, also er kann sich nicht mehr auf eine Theorie einlassen. So. Vielleicht, wenn angenommen es ist so, was wäre dann? Das ist so die, was ich hier gerade mache und das fällt ihm schwer. Ich sage jetzt, nehmen wir mal kurz an, nur für ein Millisekündchen, das gäbe es. Würde dann das, und könnten wir dann eine gute Erklärung dafür, warum das Universum Sinn macht, wenn es Sinn macht. Auch nochmal ein Hypothetical, wo fast alle Menschen aus allen Zeiten, alle Kulturen sagen, ja, macht es auf jeden Fall und wo es für gute Argumente gibt. Hätten wir dann ein vernünftiges Framework, um zu erklären, wo der Sinn herkommt im Universum? Er kann das Universum nicht machen und er muss einen Willen haben. Der muss einen Willen haben. Kann er dem Universum keinen Sinn geben, das kann er dem keinen Zweck zuschreiben. Weil es ja nötig ist, es muss ja alles Sinn haben. Weil ich fühle, Hypothetical, ne, gibt's nicht. Nee. Sobald jemand eine Theorie aufstellt, eine Konkurrenztheorie, nö, das nehmen wir nicht an. Geben wir keine Chance. Das ist eine starke Intuition von mir. Und dementsprechend wäre es dann sehr, sehr einfach für mich zu sagen, okay, ich würde erstmal erwarten, dass du mir entweder, wenn du sagst, es gibt keinen Gott, dann hast du die Beweise, dass du aus die... Ja, die ganzen Atheisten, die ständig behaupten, es gibt keinen Gott. Ja, das ist eine ganz starke Intuition von mir, dass es da tausende Atheisten gibt. Das ist die Definition von Atheismus immer noch, behauptet er auch. Wenn du sagst, es ist wahrscheinlicher, dass es Gott nicht gibt, als dass es ihn gibt, dann sagst du, es gibt wahrscheinlich keinen Gott. Na, das ist auch nicht, kompliziert. Stanford University würden mir dazu stimmen. So. Die meisten Duden, die meisten, die sich damit beschäftigen, nur vielleicht aus einer psychologischen Sicht könnte man sagen, ja, dass das ein psychologischer Zustand ist und keine Position, die man einnimmt.
die das behaupten. Und die Herleitung, die jetzt eben gebracht hat, ja wenn, dann muss er allmächtig sein und muss einen Willen haben, damit alles einen Sinn macht. Da muss ich an die Batman-Serie von früher mit Adam West aus den 60ern, 70ern oder wann das war, denken, wie er einen Mist schwafelt und dann in der einen Szene gibt es ein Video von auch Schlaumeier-Sprüche, Batman oder sowas. Gucke ich mal, ob ich das finde und euch unten rein posten kann. Da gibt es dann eine Szene, wo er sagt, wenn die Menschen nicht sprechen könnten, dann gäbe es auch keine Telefone. Dann würden die Kommunikationsgesellschaften pleite machen. Und dann würde dies und das und jenes passieren. So, daran hat mich jetzt diese Herleitung hier erinnert. Oder was auch passen würde, ist bei Ritter der Kokos. Ja, also das ist eigentlich das Geilste von dem Ganzen. Das hier ist quasi ein Lehrbuchbeispiel für ein Argument von Personal Integrity. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, weil er jetzt nicht zum Schluss sagt, folglich ist es falsch, das würde jetzt noch fehlen. Aber im Endeffekt, er geht nicht auf das ein, was ich sage, sondern er sagt, ja, verstehe ich nicht, macht irgendwie keinen Sinn. Er sagt es nicht explizit, aber würde sagen, das ist jetzt in dem impliziert. Ja, anstatt wirklich sich mit den Aussagen auseinanderzusetzen, die ich gemacht habe, zu sagen, okay, gehen wir mal, denken wir uns mal ganz kurz rein, das Universum würde Sinn machen, nehmen wir uns mal ganz kurz ein, Gott würde existieren, wäre das dann eine sinnvolle Erklärung dafür, warum das Universum Sinn macht. Und stattdessen sagt er, ja, das ist wie ein schwimmendes Brett, das eigentlich eine Ente ist oder so. Und dann gibt er dieses komische Beispiel ein. Ja, ich habe auch nochmal den Rest hier vom Video durchgeskippt gerade eben und alles mögliche mir angehört. Und ich glaube, es macht nicht mehr so viel Sinn, jetzt noch auf alle einzelnen Bestandteile einzugehen. Wie gesagt, leider geht er auch am Ende nicht darauf ein, auf mein Argument sagt. Fälschlicherweise ist ja das Bottlenecker-Argument. Da rede ich hier auch noch ganz viel anderen Stuss, wie zum Beispiel, es könnte ja sein, dass es außerhalb von Raum und Zeit dreieckige Kreise gibt oder so. Totaler Quatsch, natürlich gibt es das auch nicht außerhalb von Raum und Zeit. Also es tut mir wirklich leid, Peter, es tut mir wirklich leid, dass du dich hier so bloßstellst im Internet. Da bin ich teilweise echt sprachlos. Ich habe das auch jetzt schon mehrfach gesehen, diese Teile, und es ist wirklich, wirklich traurig, was er da von sich gibt. Und ich hoffe, dass das niemals irgendein Philosophieprofessor, egal ob er Atheist oder Theist ist, dass er das sieht. Also das fände ich wirklich, das wäre nicht gut für dich, Peter. Also im Endeffekt ist es dir wahrscheinlich auch egal. Aber ich denke, wir können jetzt immer zu einem Schluss kommen und so ein bisschen nochmal zusammenfassen. Wichtig ist, was glaube ich, sich die Leute merken müssen. Erstens, spiegelverkehrt mit der Kamera. Erstens, Beweislast hat jeder. Jeder hat Beweislast. Ja, egal, was du sagst, sobald du eine Position einnimmst, musst du diese Position belegen, dass es die sinnvollste Position ist. Das ist das Erste, was wir uns merken. Okay? Zweitens, wenn du sagst, das ist ein Fehlschluss, zeige auf, wo der Fehlschluss ist. Erkläre es. Sag nicht einfach, es ist ein Fehlschluss und google es. Das ist nicht rational. So funktioniert kein rationaler Diskurs. Und drittens gibt es noch irgendwas Drittes, Wichtiges. Vielleicht drittens nochmal die Definition von Atheismus. Ja, du kannst eine psychologische Definition von Atheismus benutzen. Die ist aber sinnlos in der Diskussion, ob es Gott gibt oder nicht. Also sobald wir das Thema aufmachen, Atheismus, Theismus, was ist sinnvoller, was ist rationaler, da ist diese Definition einfach nicht hilfreich, da benutzt auch keiner. Also in der Religionsphilosophie ist der Zweig in der Philosophie, wo sich Atheisten und Theisten kloppen. Und da benutzt keiner diese Definition. Das ist das, was wir hier machen. Wir diskutieren darüber, gibt es jetzt Gott, gibt es gute Gründe dafür, dass es Gott gibt. Das ist das, was sein Aufhänger war, irgendwie in 10 Minuten Atheist sein oder irgendwie sowas, so hieß sein erstes Video. Und dort ist so eine Definition sinnlos. Ja, und vielleicht noch viertens, du bist niemals der Rationale, wenn du sagst, dass du keine Argumente brauchst. Das könnte man einfach mal so als Daumenregel merken. Wenn du sagst, ich brauche keine Argumente für meine Position, dann bist du nicht der Rationale. Vielleicht noch einen fünften Punkt, der mir so einfällt, so zum Zusammenfassen ist. Hör dem anderen wirklich zu, versuch wirklich zu verstehen, was der andere sagt. Ja, nicht einfach irgendwie voraussetzen, dass du es irgendwie verstanden hast und dann einfach irgendwas labern. Nicht so viel über dich selber reden, wie du das ja siehst und was du ja alles meinst und machst. Lieber Peter, das bitte lassen. Wir müssen wirklich mal zuhören, verstehen. Ja, und man eigentlich ein Prinzip, das nennt man im Internet das Charity oder eine Charitable Interpretation. Ich bin gerade überlegen, wie man das auf Deutsch sagen würde. Ich gucke einfach zu viel Zeit auf Englisch, das ist mein Problem. Also, es geht darum, dass man im ersten Schritt erstmal die beste Auslegung des anderen nimmt. Also man geht nicht davon aus, dass der andere das auf die schlimmste Art und Weise gemeint hat, wie man es meinen kann, sondern noch im vernünftigen Rahmen natürlich, aber die bestmögliche Auslegung der Worte des anderen wählen. Das ist, wie man das eigentlich machen sollte.
Und das alles ist hier in diesem Video leider nicht so passiert. Das können wir uns jetzt für die Zukunft merken. Vielleicht, falls Peter sich nochmal dieses Video anguckt, wird er beim nächsten Mal Dinge auch ein bisschen rationaler und ein bisschen vernünftiger machen. Ja, und wenn er irgendwann mal Interesse haben sollte an der Diskussion, bin ich natürlich immer noch offen. Es gibt jetzt ja auch dieses Debatten-TV. Da bin ich ja auch am 14.01. um 22.30 Uhr, wenn ich mir die Uhrzeit richtig gemerkt habe. Schalte da ein. Ich diskutiere mit jemandem von Atheismus-TV. Ich glaube, der heißt Stefan oder so. Und bringe dort Argumente für die Existenz Gottes. Ich glaube, wir haben das. Ich bin mir nicht mehr 100% sicher, wie es hieß, aber ich glaube, wir haben es jetzt am Ende unter dem Motto gemacht. Gott, Glaube oder Atheismus, was ist vernünftiger? Irgendwie sowas. Irgendwie sowas in die Richtung. Ja, und da werden wir diskutieren. Das wird sicherlich Spaß machen. Ich freue mich total auf die Debatte. Seid dabei. Denn es ist auch eine Debatte, die er da führen wird auf dem Kanal. Also dieser Kanal ist jetzt ganz neu. Der wird von einem dieser Co-Moderatoren von Atheismus TV organisiert und die sind alle super sympathisch. Und ich habe mit dem Vorgespräch gehabt, das hat Spaß gemacht. Lade euch also herzlich ein, euch diesen Stream dann zu geben am 14. Januar. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend, Morgen, Mittag, wann auch immer ihr dieses Video schaut. Ciao.